Abend. Herzlich willkommen zur NDR Talkshow. Ja, ich stehe. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Reaktionen. Deswegen beginnen wir die Sendung mit einem Gespräch mit der NDR Adelsexpertin Leontine von Schmettow. Herzlich willkommen bei uns, Leontine. Prinz Philipp ist gestorben heute, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Was bedeutet das für das englische Königshaus? Das ist ein sehr, sehr großer Verlust für das Königshaus und natürlich insbesondere für die Queen. Denn auch wenn er sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet hatte, er war doch ihr wichtigster Berater. Er war der Fels in der Brandung, so hat sie selber einmal gesagt. Und er hat auch immer hinter verschlossenen Türen ihr beigestanden, sie beraten, hat immer loyal sozusagen zu ihr gehalten. Und das wird ihr jetzt sehr fehlen, weil das ist das erste Mal in ihrer Amtszeit, dass sie ohne ihn sein wird. Die beiden waren ja 73 Jahre verheiratet. Ich glaube, auf über 500 Reisen hat er sie begleitet. Was war das für eine besondere Liebe? Ja, sie hat ihn ja mit 13 Jahren gesehen und hat sofort gewusst, das ist der Mann, den ich eines Tages heiraten werde, und hat sich sozusagen schockverliebt. Und ich glaube, diese Liebe hat wirklich angehalten, die ganze Zeit durch alle Höhen und Tiefen. Also das war schon etwas sehr, sehr Besonderes. Natürlich auch für ihn, immer zwei, drei Schritte hinter ihr und trotzdem zu ihr zu stehen. Und das hat er lebenslang. Und er wirkt ja immer so, er hat immer so was lässig Cooles und so einen ganz besonderen Humor. Wie hast du diesen Humor erlebt? Ja, man hatte ja immer das Gefühl, die Queen steht für die Etikette und er steht für die Fettnäpfchen. Also er hat wirklich die Fettnäpfchen geradezu gesucht und ist dann reingesprungen. Und ich glaube, er hat es ganz bewusst gemacht, weil er damit natürlich auch eine Situation auflockern konnte. Denn er hat nicht die Schüchternheit der Queen gehabt, sondern er konnte sehr gut mit Menschen umgehen. Und ich glaube, da waren die beiden auch ein super gutes Team. Und er hatte ja auch so was Draufgängerisches, ne? Hat ja auch mal, ist mal ein bisschen zu schnell Auto gefahren und war so ein Abenteurer-Typ. Das mochte sie auch an ihm, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, weil die gerade so unterschiedlich gewesen sind, er zumindest. Und das hat sie immer fasziniert, weil er viele Seiten hatte, die sie nicht hatte. Und wir wissen ja, er hat vor 2 Jahren hat er ja einen Unfall gebaut und ihm wurde der Führerschein entzogen. Er hat sich lange dagegen gewehrt, aber musste ihn dann abgeben. Also ich glaube, er wäre gern weiterhin nicht nur hinterm Steuer geblieben, sondern er hat ja auch bis zuletzt sagen die Kutschfahrten noch gemacht und. Also ein wahrer Draufgänger. Und wie geht das jetzt weiter? Ist doch alles festgelegt, ne? Wahrscheinlich jeder einzelne Schritt, der jetzt passiert. Wann wird die Beerdigung sein? Das weiß man noch nicht, weil keiner natürlich rechnen konnte. Bei den Plänen, die seit vielen, vielen Jahren in der Schublade liegen, keiner konnte rechnen mit Corona. Das heißt, die Gespräche laufen jetzt hinter den Kulissen mit Boris Johnson, mit der Queen. Und man überlegt sich natürlich, das anzupassen, was in den Schubladen liegt. Ich denke, dass es eine abgespeckte Version gibt, sozusagen eine privatere Trauerfeier in der St. George Chapel in Windsor Castle. Er wird wohl in Frogmore Garden beerdigt, das ist auch bei Windsor. Und wahrscheinlich ein bisschen militärisch angehaucht, denn das ist ihm immer wichtig gewesen, das könnte ich mir vorstellen. Ganz kurz noch, Leontine, deine Einschätzung. Meinst du vielleicht, dass der Tod von Philipp jetzt zu einer Annäherung wieder mit Harry und Meghan führen könnte, durch die Trauerfeierlichkeiten? Ja, wir werden ja gebannt erleben, ob die beiden überhaupt kommen. Mein Tipp ist, ich denke, Harry wird auf jeden Fall alles versuchen zu kommen. Meghan wahrscheinlich eher nicht, sie ist ja auch schwanger und hat damit sozusagen auch einen Grund. Man kann es nur hoffen, aber was für eine schwierige Situation nach dem Oprah Winfrey-Interview. Das erste Mal, dass die sich alle persönlich treffen, ist dann bei der Beerdigung des Großvaters, des Vaters, des Manns, der Queen. Das ist natürlich besonders schwierig und man kann nur wünschen für die, dass die alle wieder ein bisschen sich näher kommen und die sozusagen Hürden und Hindernisse der vergangenen Monate und Jahre überwinden können. Leontine, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist ins Studio für diese erste Einschätzung. Danke dir und wir machen weiter mit unseren anderen großartigen Gästen heute in der NDR Talkshow. Witz und Wissenschaft mit Wumms, das kann kaum einer besser als er. Mal gucken, womit er uns heute verblüffen wird. Comedian, Moderator, Zauberkünstler und Entertainer Konrad Stöckel ist bei uns. Demnächst. Sie spielt Sitzvolleyball in der Nationalmannschaft. Sie läuft Ski, fährt Rad und geht mit ihrem Hund Tayo zur Jagd. Und das alles mit einem Bein. Wie sie das macht, das hören wir von Inga Orlowski. Und mit dabei steht an ihrer Seite ihr Hund Tayo. Der Welt. Das hat Sir Simon Rattle über ihn gesagt. Warum er trotzdem manchmal Straßenmusik macht und warum das Oboe-Spielen ein Hochleistungssport ist, das erzählt uns heute der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer. Herzlich willkommen.
Durch den Musiksender Viva wurde diese Frau über Nacht zum Star und lernte nicht nur die größten Stars, sondern auch Höhen und Tiefen kennen. Jetzt connectet sie uns mit Happiness, die Moderatorin Milka Loff Fernandez. Mit Komplimenten kann sie noch schlechter umgehen als mit Kritik, sagt sie. Sorry, aber da muss sie jetzt durch. Sie ist cool, souverän, uneitel, fair, warmherzig, liebenswert, gnadenlos ehrlich und einfach der Hammer. Die dienstälteste Tatort-Kommissarin, Schauspielerin Ulrike Volkerts bei uns. Vor fast 40 Jahren ging ein Hit um die Welt, den bis heute jedes, wirklich jedes Kind mitsingen kann. Major Tom völlig losgelöst. Wie lebendig Major Tom noch immer ist und wie er es geschafft hat, mit Alexander Gerst ins All zu fliegen, das erzählt uns Peter Schilling. Sie ist Hamburgerin und begeisterte Gärtnerin. Er ist Leverkusener und begnadeter Musiker. Beide lieben sie den Fußball, ihren Beruf, ihren Sohn, ihre Hunde und natürlich einander. Das Schauspieler-Ehepaar Johanna Gastorf und Jan-Gregor Krepp. Willkommen. Ja, und in Vertretung von Jörg Pilawa habe ich mir heute einen vielseitig talentierten, charmanten, klugen, super aussehenden jungen Kollegen an meine Seite geholt. Dr. Johannes Wimmer. Herzlich willkommen, Johannes. Vielen, vielen Dank. Und mir ist es eine große Ehre, mit dem funkelndsten Star am Talkhimmel in Deutschland heute durch die Sendung führen zu dürfen, mit Bettina Tietjen. Danke, 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 danke. Das hast du sehr nett gesagt. Johannes, also vor kurzem hast du noch an diesem Platz gesessen, als Gast neben mir in dieser Runde. Jetzt als Gastgeber, was ist das für ein Gefühl für dich? Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Schülerreporter. Aber eigentlich war der Sessel ja noch warm. Also es ist wirklich, also so schnell hintereinander im gleichen Studio zu sein, ich fühle mich schon heimisch. Das Gute ist beim NDR, wenn an der Pforte die Pförtner einen erkennen und gar nicht mehr an die Scheibe kommen und Ausweis und so, sondern sagen, bitte durch, Herr Dr. Wimmer. Ja, das muss man sich erarbeiten. Aber man kann nur sagen, wenn man das geschafft hat, ne? Also, if you can make it, wie war das nochmal? If you can make it in the NDR, in the NDR you can make it everywhere. Ja, schön. Also ich freue mich auf die Sendung. Wir haben großartige Gäste. Beginnen wir doch mal mit dem Paar, das dieses Jahr Satin-Hochzeit feiert. So nennt man das nämlich. Ja, wenn man 24 Jahre verheiratet ist. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht. Beide sind sehr erfolgreiche Schauspieler auf der Bühne, vor der Kamera, sind ein unschlagbares Team. Johanna Gastorf und Jan-Gregor Krempp. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, also Satin-Hochzeit habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ich habe mich gefragt, ob Sie das in irgendeiner Form feiern, aber wahrscheinlich dann nicht, wenn Sie es gar nicht wussten. Na, jetzt muss ich mir ja was einfallen lassen. Also irgendwas mit Satin wird schon wird werden. Ja, Bettwäsche. Ja, das ist ja zu naheliegend. Ne? Da muss schon ein bisschen was anderes sein. Ist ja eine spezielle Frau. Bitte? Ist gut für die Haut. Ah, und für die Haare. Stimmt, ich habe ein Satin-Kopfkissen, aber nicht von dir. Von meiner Schwester. Da fahre ich das auch mal, wie schön. Wie ist das denn so mit Hochzeitstagen bei Ihnen? Wer tendiert eher dazu, das mal zu vergessen, Johanna? Keiner. So. Nein, den Hochzeitstag vergessen wir nicht, aber wir machen auch ehrlich gesagt nicht ein Brimborium. Wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen nächstes Jahr. Das ist ganz furchtbar. Das ist 25 Jahre. Wir machen aber auch keinen Muttertag und keinen Vatertag, weil das so an einem Tag mal so. Und dann ist den Rest des Jahres irgendwie nichts, das ist auch nichts. Aber ich glaube, du warst doch dieses Jahr nicht da und da habe ich einen tierischen, Nee, du warst nicht da, einen tierischen Blumenstrauß bekommen. Na, immerhin. Von mir? Wirklich, ein monströses Ding. Natürlich, dann war ich nicht da. Das finde ich schon schön, oder? Wenn so ein paar Blümchen zum Hochzeitstag. Wunderbar. Ich habe gehört, das hat mich besonders interessiert, weil mein Mann und ich es genauso versuchen, dass sie ein neues gemeinsames Hobby haben, nämlich 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Ah. Das ist doch kein Hobby. Naja gut, sagen wir mal eine Ambition. Das ist ein Zeitvertreib. Und jetzt hatten wir Zeit und da haben wir gedacht, die Wanderschuhe, die laufen wir jetzt mal ein. Wir haben heute in Hamburg tatsächlich die 10 lässig hingekriegt. Ja, einmal zum Hafen, wieder zurück. Mhm. Ja, also wie gesagt, mein Mann und ich versuchen es auch immer. Aber es ist immer schwierig, weil wir es nicht jeden Tag schaffen. Aber das ist aber nicht schwierig. Die 10.000 Schritte sind nicht das Problem, sondern die Orientierung, was jetzt wo liegt. Ja. Ach, in Hamburg jetzt, oder? Gut Hummelsheim, das liegt doch jetzt hier. Bei uns. Das heißt dann immer so. Nein, das liegt nicht da, das liegt ach so. Da. Das ist doch Quatsch, also wir sind doch gerade so und so gegangen. Ich gucke gleich auf die Karte. Ja. Und dann werden aus den 10.000 Schritten schnell 20.000 Schritte. Umständen. Naja, sag mal 10.000 Schritte, aber nicht so nah beieinander dann. Ja, ich wollte Johannes nämlich mal fragen, ich meine, du musst es doch wissen, ist das nun, ist das alles Quatsch oder ist das wirklich gut, diese 10.000 Schritte am Tag? Der Witz mit den 10.000 Schritten ist ja, dass das ein Marketing-Gag war. In den 50er, 60ern gab es eine japanische Firma, die hat so einen Schrittzähler entwickelt, dass man wirklich sehen kann, wie viele Schritte bin ich gelaufen. Und der heißt übersetzt der 10.000 Schrittzähler.
Und so kam man irgendwie auf die 10.000 Schritte. Also das heißt, man muss gar nicht unbedingt. Es gibt jetzt keine Studien, die sagen, es müssen 10.000 sein. Also wenn du 9.500 schaffst, ist das auch ganz, ganz toll, Bettina. Ach so, ja, aber das ist nicht gut, weil es regnet ja eher so Konfetti auf dem Schrittzähler bei 10.000. Ja. Und das will man dann schon haben. Genau. Das heißt, da muss man mal zum Schuppen und zurück dreimal und dann geht's. Geht auch im Haus. Die letzten 1.000 kann man im Haus machen. Oder binden Sie es an den Hund? Das machen Sie aber nicht. Also es gibt ja Leute, die schummeln, die machen das Fitnessarmband an den Hund. Geschummelt wird nicht. Wie lange braucht man die 10.000 Schritte? Mal schätzen. 2 Stunden? Nee, aber anderthalb braucht man. Ja, wir machen Sie sowas nicht, Herr Mayer? Doch. Ich gehe sehr, sehr gerne. Auch meine Frau geht gerne. Sogar meine Tochter geht gerne. Aber 10.000 Schritte sind schon mal eine... Also ich habe den immer in der Tasche. Ich komme ganz gut klar, weil ich laufe auch so viel rum. Ja, also ich finde immer, das kommt auch, naja, egal. Da könnte ich allein stundenlang drüber reden, weil ich mich immer so aufrege. Mein Mann macht Tippelschritte. Der hat immer 11.000 und ich habe nur 8.000. Und das finde ich schon total... Ich stelle mir das sehr schön vor, wenn ich euch so dann spazieren gehen sehe. Das heißt, er macht so schnelle Tippelschritte genau, und Bettina greift mit großem Schwung vor. Genau. So, darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern um dieses filmreife Ehepaar. Diese beiden sind die lebende Definition des Begriffs Team. Denn darunter versteht man eine Einheit, die dieselben Ziele verfolgt und sie mit den jeweiligen Fähigkeiten erreicht. Als leidenschaftlicher Musiker ist er seit Jahrzehnten für seinen guten Ton bekannt und hat zudem den richtigen Biss für seinen Job. Mal mit Hund, mal mit Hut, hier der Böse, da der Gute und seit 10 Jahren der Alte. Ihre Karriere ist kaum zu fassen, und zwar in Qualität und Quantität. Nach dem Durchbruch mit Das Wunder von Bern sammelte sie eine ganze Wundertüte voller Preise und kann sich längst aussuchen, mit wem sie ihr nächstes Erinnerungsfoto schießt. Als echtes Team haben die beiden auch ein Faible für andere Mannschaften und unterstützen mit vereinten Kräften Bayer Leverkusen. Das Dream-Duo Johanna Gasdorf und Jan-Gregor Kremp. Genau. Ja, ich habe gelesen, weil Sie ja nur den Alten drehen in München, sind Sie so 100 Jahre, 100 Tage im Jahr nicht da. Ne? Also ja, wie kriegt man das hin, also so eine Fernbeziehung über so eine lange Zeit? Also ist keine Fernbeziehung. Jetzt zur Corona-Zeit fahre ich tatsächlich mit dem Auto hin und komme nicht jedes Wochenende, weil das mit dem Auto zu weit ist. Aber da hilft auf jeden Fall der morgendliche und der abendliche Anruf, dass da gar nicht so eine große Entfernung entsteht. Mhm. Oder? Ja. Um 10 Jahre macht er das jetzt, Ihr Mann? Ist er trotzdem noch der Alte? Ich meine, der Alte? Also so ganz der Alte soll man ja gar nicht bleiben, finde ich. Aber er entwickelt sich schön, finde ich. Also, er entwickelt sich schön. Nein, also man soll doch nicht so bleiben, wie man ist. Okay, sagt man das. Er reift schön. Ja. Er entwickelt, das ist auch wie so ein schwieriger Schüler. Ne? Der entwickelt sich ganz gut. Aber haben Sie ihn damals zu der Rolle geraten? Wir entscheiden das immer alles zusammen. Und das war wirklich, er war dann also dafür auch reif, weil das war das dritte Mal, dass angefragt wurde. Eben. Und vorher waren wir mit dem Kind noch, gerade hatten wir das Haus. Und das passte immer überhaupt nicht. Und da passt es richtig gut. Und haben wir das zusammen natürlich entschieden. Ja. Mhm. Aber zweimal abgelehnt, das ist ja auch mutig. Ne? Ich kann mir vorstellen, es gibt gelbe Schauspieler, die würden sagen, nee, dann hinternehmen die mich nicht mehr. Das ist eine Frage des Alters. Also ich fühlte mich mit 40 noch zu jung. Da habe ich gedacht, nee, da muss noch so ein bisschen was anderes kommen. Und dann verging Zeit, haben sie mich nochmal gefragt. Und dann waren wir gerade umgezogen, haben das Haus gekauft. Und dann wurde ich geschätzt 20 Mal am Hamburger Hafen erschossen. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was anderes. Und dann kam der Kommissar und ja, bis heute gut. Ja, das ist ja auch so eine Rolle, ich meine, so eine Kommissarrolle. Man muss es sich ja überlegen, wie war das denn bei dir, Ulrike? Du machst das ja nun schon, Moment mal, über 30 Jahre. Ne? 120 Jahre. Sie hört das so gerne. Naja, aber doch, ist ja so. Ich höre das wieder gerne. Aber gab es Phasen, wo du auch mal gedacht hast, oh, war das jetzt wirklich so eine gute Idee? Oder war das immer straight super Entscheidung, dass ich das gemacht habe? Ich mag das schon sehr. Ich meine, es hat sich natürlich auch komplett verwandelt und verbandelt. Und ich habe so viele verschiedene Fernsehchefs, Produzenten und Redakteure und Redakteurinnen gehabt, die alle unterschiedlich da Einfluss nehmen wollten. Und eigentlich musste ich immer zusehen, dass ich meine Figur darüber hinaus rette, dass man sie nicht ganz verbiegt oder sie ganz in sowas Verharmlosendes packt. Also es gab wirklich eine Phase, wo ich darum gekämpft habe, dass diese Bücher wieder gescheit sind, dass die Kommissarin gescheit ist und der Zuschauer nicht mehr weiß als ich, bitteschön. Also da gab es eine Phase, wo ich dachte, Mann, jetzt muss ich mich anstrengen. Ich habe
immer den Ehrgeiz gehabt, trotz der Kommissarin andere Sachen zu machen. Das ist mir mehr oder weniger gelungen. Natürlich ist man irgendwie in der Schublade für jeglichen anderen Krimi. Da bist du eigentlich dann, kommst du gar nicht in Frage. Und ja, man hat schon so ein bisschen so einen Stempel und weg. Und kaum einer hat die Fantasie, dich gegenzubesetzen. Aber ich bin eigentlich damit ganz gut gefahren. Letztendlich war die Kommissarin für mich auch eine Rettung. Ich hätte ganz viele Frauenrollen auch, glaube ich, gar nicht spielen wollen. Ja, das ist ja auch, man weiß ja nie, was so kommt. Und für Sie beides, haben Sie auch, glaube ich, schon häufiger mal gesagt, ist es natürlich auch eigentlich eine tolle Lösung, weil Sie haben diese Dauerrolle und Sie können dann so ein bisschen, ne, die Kür und die Pflicht, ne? Sie können so ein bisschen sagen, ja, mach ich mal das, mach ich mal das. Man hat ja seine feste Geschichte, ne? Ja, das ist toll, das ist ein absoluter Luxus für mich. Den ich aber auch zu schätzen weiß, ne? Ja. Ja, absolut. Außerdem hat meine Frau immer schon ein gutes Näschen gehabt für gute Rollen. Wir haben es ja damals so gemacht, als ich noch nicht den Alten gespielt habe, dass immer der, der das bessere Buch hatte, der hat gearbeitet und der andere blieb beim Kind. Und ja, jetzt ist das ganz schön. Können Sie ein bisschen mehr mit Ihrem Näschen unterwegs sein. Und ich wollte noch sagen zu dir, Ulrike, weil das ist oftmals sehr unterschätzt, so ein Format und eine Figur zu beschützen über so eine lange Zeit. Da denken viele oft gar nicht dran, wie viel Aufwand das ist. Und es ist wirklich viel Aufwand. Ja, muss ja auch keiner. Kann uns wurscht sein, aber es ist so. Und deshalb macht es aber auch immer noch Spaß, wieder eine Facette da hinzubekommen oder die Figur eben auch zu verteidigen. Ja, auch das muss man tun. Es ist nicht weniger Arbeit als... wenn man was anderes macht, sich auf eine andere Rolle vorbereitet. Da muss ich einmal kurz fragen. Das heißt, Sie lesen das Buch oder auch also alle Schauspieler hier lesen die Bücher und dann können Sie auch sagen, das passt so nicht oder also eingreifen und sagen, nee, also das mache ich nicht mit. Man, ob man das darf oder ob die Leute das wollen, das weiß ich nicht. Das ist man, ja, aber auch das gehört dazu, dass man sich zum Knochen macht ab und an. Ja. Also auch mal anecken und sagen, also den Satz spreche ich so sicher nicht, das passt überhaupt nicht. Oder also wie muss ich mir das vorstellen im Alltag? Das, genau so. Mit einem Strich dadurch. Nein, man kann ja auch erstmal freundlich versuchen. Diplomatisch. Das ist natürlich auch eine Frage des Zeitpunkts, wann man so ein Buch bekommt. Am Set ist schwierig. Ich habe zum Beispiel mal ein Buch bekommen, das war so 3-4 Monate vor Drehbeginn. Und ich fand das unterirdisch. Ich habe gesagt, ich drehe das nicht. Diesen Scheiß drehe ich nicht. Das ist so doof. Und dann haben die gesagt, du, das drehen wir. Das ist schon besetzt. Das ist schon durchbesetzt. Das steht schon alles. Wir sind in der Vorbereitung. Und dann habe ich halt wirklich um jeden Satz gerungen, den ich da irgendwie sagen sollte, sagen musste, sagen nicht sagen wollte. Hab wirklich, ich bin keine Drehbuchautorin. Ich habe wirklich neue Texte geschrieben, damit ich dahinter stehen kann, was ich da zu sagen habe. Und das ist, passiert zum Glück nicht so oft, aber kann passieren. Stelle ich mir schwierig vor, dass der so, Johannes, als ob wir hier auch jeden Satz sagen müssten, ne, als ob man uns aufschreiben würde, was wir zu sagen haben. Ich lese nur ab jetzt. So, wir gucken jetzt mal rein, weil Johanna Gassoff hat ja auch noch einen Film mitgebracht. Wir gucken aber erst mal rein in den alten, einen in den nächsten Folgen. Was haben wir denn? Alexander Wiegand, 35, Geschäftsführer. Und was? Na hier, dem Golfplatz. Golf und Yoga? Hauptkommissar Forst, Kripo München. Sie kennen das Opfer? Stefan Hohlbein. Alex war mein Geschäftspartner. Ich habe den Golfplatz hier geplant. Alex hat sich ums Geschäft gekümmert. Läuft wohl nicht so. Um die Zeit müssten doch mehr Leute auf dem Platz sein. Spielt das jetzt eine Rolle? Ich habe meinen besten Kumpel verloren. Alex Wiegand war am Vorabend seines Todes in einem Biergarten was trinken. Mit Stefan Hohlbein. Und der hat uns erzählt, er hätte ihn zuletzt vor einer Woche gesehen. Der lebt. Herr Hohlbein. Ich hätte dann noch ein paar Fragen zu vorgestern Abend. Würden Sie bitte mit... Anna! Nimm das Auto aus! Ja, spannend. Es ist ja auch so ein Flaggschiff. Und man muss ja bei so einer Serie auch immer gucken, dass man auf der Höhe der Zeit bleibt. Man muss ja sich auch wandeln. Ja, das hat sich auch gewandelt. Das muss ich ehrlich sagen, das war, als ich anfing, nicht unbedingt so. Aber mittlerweile ist es wirklich so geworden. Wir haben einen Producer, der sich da sehr einsetzt. Die Chefin auch, die Produzentin. Das muss man auch. Also mein Bild ist immer so ein altes Schiff, was fährt. Ja, kümmert man sich gar nicht drum. Aber wenn du da nicht täglich das Deck schrubbst, neue Farbe dran machst, dann rostet das. Und das soll nicht sein. Hm. Wenn ich richtig informiert bin, geht es ja Montag wieder los, ne? Mit den Dreharbeiten. Ja. Ne? Ja. Raten Sie mal, von wem ich das weiß. Oh, sie soll selbst zu Wort kommen.
Hallo Jan, du kriegst mich nicht los. Ich habe gehört, du bist heute in der NDR-Talkshow mit deiner lieben Frau Johanna. Und ich wollte dir nur sagen, komm du ja pünktlich nach München am Montag, denn ich möchte mit dir zum Drehen die neue Staffel starten. Ich freue mich riesig auf dich, mit dir zu drehen, dich zu knuddeln und ganz viel Dummheiten auszutauschen. Und hoffe, dass du gesund und munter in München ankommst. Also, muah, bis Montag. Die Stefanie Stumpf. Wie ist das so eine Nachricht, also wenn jetzt andere verheiratete Männer so eine Videonachricht bekommen und knuddeln und ist das so Schauspielsprech oder ist es, also ich würde Probleme bekommen. Ja? Du bist verheiratet. Ne? Ja. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie meine Frau das finden würde. Wenn das so, also meine fände es nicht toll. Meine fände es nicht toll zu Hause, das ist klar. Das war ja, sehr, sehr liebevoll. Ja, aber also das, Sie kennen sich das gut. Gehört ja auch. Ich verbringe ja irgendwie ein halbes Jahr mit den Kollegen und mit der Steff zusammen und da wächst man auch zusammen. Ich meine, sie wird es ja auch nicht sagen, wenn sie weiß, dass meine Frau hier neben sitzt. Also alles gut. Knuddeln fällt eh weg jetzt im Moment, aber das holen wir nach. Ja, aber das Johanna Gassow sieht das völlig entspannt, hat man ja gerade in ihrem Gesichtsausdruck. Man kennt sich ja dann auch über die Jahre, oder, wenn man so lange zusammen spielt. Ja, aber ich weiß ja auch, ich bin ja ein bisschen involviert. Also ich weiß ja, was für ein gutes Verhältnis er auch zu dem Ludwig Blochberger hat. Also das ist, ich freue mich, dass er so gerne da mit denen zusammenarbeitet. Denn dass er eine gute Zeit hat. Ne? Ja, das ist wichtig. Das ist für uns alle ja wichtig, das ist toll. Sind Sie eigentlich nur, beraten Sie sich vorher immer, wenn es um eine Rolle geht? Oder ist es auch so, dass man hinterher dann mal sagt, das hätte es ein bisschen besser machen können oder anders machen können? Wie gehen Sie damit um? Hinterher gibt es nicht bei uns. Vorher, also vor allem, auch fragt man schon mal um Rat. So richtig beruflich geht man dann mit einem Buch hin und sagt, sag mal, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was willst du machen? Das machen wir ab und zu, aber nicht täglich. Also wir reden nicht den ganzen Tag über Schauspiel. Das tun wir nicht. Aber wir beraten uns gegenseitig, ja. Sie sind ja am 23. April zu sehen in der neuen Reihe Clara Sonntag. Was ist das für eine Rolle? Worum geht's da? Das ist eine Haushälterin. Eine Haushälterin? Ja. Ich darf nichts verraten, glaube ich. Ja, wir zeigen dir schon einen kleinen Ausschnitt. Wir gucken ja schon. Also ein bisschen. Ja. So ein bisschen. Sie sind die Haushälterin. Also, ja, muss natürlich mal gerade mal darf nicht. Es geht um Marie Menowild spielt eine Bewährungshelferin. Damit fängt das mal an. Genau. Und ich bin in einer Geschichte, wo sie jemand betreut, bin ich die Haushälterin dieser Person, die sie betreut. Und Sie sind doch befreundet auch, ne? Marie Menowild ja, und Sie, ne? Ja, ist immer herrlich. Wunderbar. Es ist ganz toll, mit ihr zu drehen. Also. Ja, glaube ich. Das ist dann besonders schön, wenn man sich auch mag. Ist ja wahrscheinlich nicht immer der Fall. Das ist toll. Also, wir gucken mal kurz rein. Die Haushälterin trifft auf die Bewährungshelferin. Kann ich Ihnen helfen? Ambulanter sozialer Dienst. Wir spenden nicht. Was glauben Sie denn, was der ambulante soziale Dienst so macht? Ich weiß nicht. Armen Leuten helfen. Ah, und das wollen Sie nicht, nein? Doch, aber... Sie haben recht. Die Bewährungshilfe kümmert sich meistens um Arme, manchmal aber auch um Reiche. Ist denn Frau Schäffner da? Ihre Bewährungshelferin. Ja, Clara Sonntag. Wie kann ich Ihnen helfen? Eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen, damit Sie Ihre Bewährungsstrafe sinnvoll nutzen. Und hiermit kommen Sie völlig unabhängig in die Stadt. Allerdings würde ich an Ihrer Stelle Gas geben. Ihr Arbeitsbeginn ist in einer Stunde. Was soll das denn? Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Ja. Also, wissen Sie, was ich so krass finde bei Ihnen, Frau Gassow? Man liest immer über Sie die Königin der Nebenrollen. Ja? Das ist irgendwie so ein Stempel. Aber ich empfinde jeden Film, in dem Sie mitspielen, kann ich mich immer an Sie ganz genau erinnern. Ganz egal, was das für eine Rolle war. Ne? Finden Sie das nicht auch, Herr Mayer? Weil Sie geben diesen Rollen so was Besonderes. Also, ich empfinde das überhaupt nicht als Nebenrollen. Das ist erstmal danke, ein sehr schönes Kompliment, das höre ich natürlich total gerne. Aber das liegt ein bisschen daran, was er sagt. Ich darf ja halt mir aussuchen. Und wenn an einer Rolle nicht so was ist, wo ich sage, okay, da packe ich die und dann nehme ich sie mir und dann gehe ich mit der los. Wenn das nicht ist, dann mache ich es ja gar nicht. Und von daher habe ich natürlich eine gute Chance, eine interessante Rolle zu spielen. Auch wenn das vielleicht manchmal nur 3 oder 4 Drehtage sind. Ja, weil Sie eben auch so einen Spaß, so eine Freude daran haben. Und als Sie dann diesen Preis bekommen haben als beste Nebendarstellerin für Das Wunder von Bern, da waren Sie ja, glaube ich, schon 40. Also da haben Sie ja wahrscheinlich schon ein Stadium erreicht in Ihrer Schauspielkunst, wo Sie sagten, na okay, ein Preis, oder? Das war ein Riesenglück. Auch zu der Zeit kam man vom Theater. Ich war ja dann 23 Jahre am Theater fast schon zu der Zeit. Und da kommt man eigentlich gar nicht mehr raus als Frau.
Der Sönke Wortmann hatte mich aber auf der Bühne mal irgendwann gesehen. Und so war das nur ein kleines eigenes Wunder, was ich da erlebt habe, dass ich da die Rolle bekommen habe. Aber ich finde auch durchaus bei den Oscars ist ja die Nebenrolle oder wer die Nebenrolle gewinnt, das ist viel spannender, finde ich, als die Hauptrolle. Also ist jetzt auch bei dem Ausschnitt, man hat das Gefühl, sie sind eigentlich echt und die anderen sind die Schauspieler. Das ist irgendwann, wann das Setting sozusagen so dazugehört, das finde ich so spannend. Es gibt auch einen Spruch am Theater, das heißt, es gibt keine Nebenrollen. Das heißt aber übersetzt nur, jede Rolle, die du spielst, musst du beleuchten, mit Leben füllen. Und das ist so ein bisschen das Credo. Kommt denn jetzt in Corona eigentlich auch in den Serien und in den Filmen, in denen sie spielen, dann kommt das langsam an? Also wird das auch mal thematisiert? Irgendwie habe ich das Gefühl, im deutschen Fernsehen ist das gar nicht. Nee, oder? Man sieht da noch selten Masken. Das ist also mir auch in England hat man das mehr und so. Das in Amerika wird jetzt das auch wirklich, das ist Teil des Plots. Aber das ist bei uns, glaube ich, gar nicht, oder? Ist das ich habe schon Masken gesehen. Aber sehr fehlerhafte, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Es war klar, das lässt sich nicht anders drehen. Eine große Szene mit vielen Komparsen. Ja, auf der Straße eine kleine Demo oder so. Und die Polizei musste dazwischen. Die hatten plötzlich alle Masken auf. Und es war nicht schlimm, weil man wusste, es kann nicht anders. Also ich wusste zumindest, man kann es auch anders nicht drehen. Und ich finde es doch eher das Gegenteil der Fall. Wenn man einen Film sieht, der offensichtlich neu ist und keiner trägt eine Maske, dann fragt man sich doch, was stimmt da nicht? Es gibt ja jetzt auch schon Aufschreie, wenn Leute sich im Film umarmen. Seid ihr eigentlich nicht jetzt als Pärchen gecastet worden, wie verrückt? Ich habe gehört, jetzt werden nur noch Ehepaare, weil ihr seid ja sowieso quasi in permanenten Quarantäne. Als ein Haushalt quasi. Also ein Haushalt, noch besser ein Ehepaar, weil die dürfen dann alles küssen und im Bett liegen und nah beieinander sein. Also für die Bettszenen werden wir jetzt im Moment nicht mehr angefragt. Aber das kommt vielleicht wieder. Außerdem zu den Masken noch mal. Ja. Es kann auch sein, wenn wir das jetzt dieses Jahr drehen, dann dauert das ein Jahr, bis wir ausgestrahlt werden. Und vielleicht hat dann der eine oder andere keine Lust, diese Masken zu sehen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, vielleicht werden die uns noch aber so lange bleiben. Aber es ist lustig und absurd, manchmal die Abstände zu sehen, die so Kollegen einhalten. Irgendwann achtet man nur noch darauf, ob da einer jetzt näher oder weiter weg ist. Ja, man hat schon ein bisschen so eine Überwachungsmentalität. Wir haben eine herrliche Szene, die wir uns unbedingt noch anschauen müssen. Da sind übrigens auch Masken zu sehen. Denn wir haben mit knallhart recherchiert, dass sie beide große Fußballfans sind. Also Bayer Leverkusen, Ehrenmitglieder. Das ist so. Ist das erst gewachsen im Laufe der Zeit? Oder ist das schon, sind sie von Kindheit an große Fans? Na, man wird ja nicht als Mitglied geboren. Naja, manchmal kommt es ja durch die Eltern, die dann die Kinder immer schon mitschleppen ins Stadion. Nee, Eltern war nicht, aber in meiner Jugend war das so, war immer schon, man sucht sich den Verein ja nicht aus, sondern ich bin in Leverkusen groß geworden, also war das mein Verein und dann war es der Verein von meiner Frau, dann bekam ich tatsächlich auch eine Karte über Wunder von Bern, muss man auch sagen. Und jetzt sind wir beide Ehrenmitglied. Und, ja, und sie leben das, offensichtlich leben sie das aus und ihr Sohn Leo lebt das auch. Oh ja. Denn wir haben ein Beweisvideo dafür, dass wir, glaube ich, auch, das auch auf der Seite von Bayer Leverkusen zu sehen ist. Schwer beeindruckt sind wir. Mhm. Das hat man uns vorher nicht gezeigt. Du wirst auch nicht Kulturhauptstadt. Die dünn, die heißt so, weil so ist. Doch komm ich heim, dann leuchtet mir mein Bayerkreuz. Es war schon so, als ich noch Bartus war. Ich fuhr zurück von öder Verwandtschaft und sah ich's Kreuz, da wusste ich, ich bin da. In Leverkusen, in Leverkusen. Was für eine Performance! Das hat unser Sohn irgendwo eingestellt, keine Ahnung. Und das war aber zum Geburtstag von Leverkusen, ja, und im Lockdown. Also da haben wir was Sinnvolles gemacht. Ja, und Sie haben gefilmt, ich oder? Natürlich war ich das. Da habe ich mir gedacht, dass Sie die Kamerafrau. Kamera und Ton. Ja, herrlich. Also so schön, dass Sie hier sind. Danke erstmal fürs schöne Gespräch. Und wir gucken natürlich den Alten und wir gucken Klarer Sonntag und alles überhaupt. Danke. Unser nächster Gast hatte eine gewöhnliche Sportverletzung, die behandelt und dann aber immer schlimmer, teilweise sogar durch die Behandlung immer schlimmer wurde. 11 Jahre litt sie an Schmerzen. Nach 35 Operationen fasste sie den Entschluss, sich von einem Teil des Körpers zu trennen, dem Teil, der das Problem gemacht hat, das Bein amputieren zu lassen. Wie
viel besser ihr Leben heute ist, das erzählt uns heute Inga Orlowski zusammen mit ihrem Hund Tayo. Herzlich willkommen in der Runde. Jetzt muss man ja sagen, das ist Tayo, der liegt da so und strahlt Ruhe aus. Ich glaube, da fühlen sich alle gleich ganz wohl. Ein schlafender Hund ist immer schön. Aber das Schicksal, sagen Sie, hat Sie zusammengeführt. Das ist ja kein gewöhnlicher Hund, wie man ihn vielleicht als Haustier kennt. Was ist das Besondere an Tayo? Ja, Tayo ist ein ausgebildeter Assistenzhund. Also ich bin Oberschenkel amputiert, halt auch immer mal im Rollstuhl unterwegs. Und dadurch, dass die Prothese so hoch geht, fällt es mir eben auch schwer, mich zu bücken, wenn mir was runterfällt. Und ja, ich habe ihn mit Hilfe eines Vereins ausgebildet und er begleitet mich jetzt im ganzen Leben. Er kommt mit zur Arbeit, er darf mit in den Flieger, in den Supermarkt, ins Kino, ins Theater und ich werde zu Kindergeburtstagen eingeladen, aber nur, wenn ich den Hund mitbringe. Ja, das war hier auch so. Wir wollen natürlich unbedingt sehen. Ja, also er kann alles außer Lesen und Schreiben, habe ich gehört. Ja, also genau. Man sagt ihm nach, dass er ein Studium hinter sich hat und jetzt gerade am Führerschein arbeitet, damit er nicht so abhängig ist. Also sagen Sie mal wirklich, also das ist, ich habe es ja nur vernommen, das ist ja wirklich fantastisch, was er macht. Sie gehen zum Bäcker und der Hund erledigt quasi alles, oder? Ja, genau. Also ich wohne in einem Dorf und da geht man eben sehr nett miteinander und auch vertrauensvoll um. Und der Bäcker hat eben Stufen vor der Tür und dann lasse ich ihn bellen, dann machen die Tür auf, er geht mit der Tüte und meinem Brötchenwunsch rein und kommt mit Brötchen und etwas weniger Geld wieder raus. Wie viel Brötchen nimmt er als Provision auf dem Weg? Ja, er kriegt tatsächlich nichts. Also ja, von meinem Essen kriegt er nichts. Damit man mal ein Bild von Ihnen bekommt, haben wir einen kleinen Film vorbereitet, der sehr schön zeigt, auch wo Sie leben. Ja, ich bin gespannt. Mein Name ist Inga Orlowski, ich bin 45 Jahre alt und seit dem 01.01.1979 Mitglied im Breitenfelder BSV. Aktuell spiele ich Sitzvolleyball. Ich bin jetzt seit 2009 amputiert. Da hatte ich Kreuzbandriss und da ist dann irgendwie alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Einer der schönsten Momente ist, als ich von den Paralympics 2004 nach Hause kam, habe ich gedacht, dass ich einfach jetzt zum Kaffee trinken zu meinen Eltern fahre und dann müde und kaputt ins Bett gehe. Dann hat mein Vater einen kleinen Umweg genommen und da wartete dann, ja, gefühlt das halbe Dorf, um mich mit Feuerwehrkapelle zu empfangen und auf dem Rollstuhl durchs Dorf zu ziehen. Und das war so für Breitenfelde und mich einer der schönsten sportlichen Momente. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Das ist auch zu sehen in Vereinsherzen am 11. April um 20.15 Uhr im NDR Sportclub, weil uns ja in Deutschland die Vereine am Herzen liegen. Ja? Nichts geht ohne Ehrenamt. Jetzt aber noch mal zu Ihrer Geschichte. Das ist so enorm und zeugt von so viel Stärke, zu sagen, ich trenne mich von einem Teil meines Körpers, weil er mir zu viele Probleme macht. Was waren denn, ohne dass wir jetzt auf die gesamte Krankheitsgeschichte eingehen, 35 OPs, 11 Jahre Schmerzen, was waren denn so die Probleme, wo Sie gesagt haben, also jetzt reicht's? Ja, am Anfang war ich immer noch sehr zuversichtlich. Also ich habe ja relativ hochklassig Fußball gespielt, wollte das auch wieder tun. Aber da ging dann eben einiges schief. Und das, was mich tatsächlich mitgenommen hat, waren gar nicht unbedingt die Anzahl der Operationen, sondern dass ich eben immer Schmerzen hatte. Also dieses Aufstehen mit Schmerzen, ins Bett gehen mit Schmerzen, nicht schlafen können mit Schmerzen. Das ist halt etwas, was man auch so seinem Umfeld ganz schlecht vermitteln kann, weil die eben das Glück und Geschenk hatten, dass sie sowas noch nicht erleben mussten. Und das war einfach sehr, sehr anstrengend für mich. Und naja, dann war natürlich auch die Vielzahl der Operationen nachher doch irgendwann störend. Und immer wieder sich aufzumachen und immer wieder auch so diese Frustration zu haben, dass es nicht besser wurde. Und darüber irgendwie seine Lebenslust nicht zu verlieren, ist mir geglückt. Aber es war eben durchaus anstrengend. Und dann habe ich ja nach meiner Fußballkarriere, was ja auch in dem Film schon mal kam, noch mal zum Leistungssport in einer anderen Ebene aufgesattelt. Und dadurch kannte ich eben auch Menschen mit Handicap, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Das war dann Basketball, nicht? Also genau, ich habe Rollstuhlbasketball gespielt, bin also von einem Mannschaftssport in den nächsten gekommen, was für mich total wichtig war. Wir haben nachher auch erste Liga gespielt und das war ein ganz kleiner Verein, keiner kannte den, aber von Deutschland mussten dann alle da einmal hinreisen. Und darüber bin ich eben in Kontakt mit Amputierten gekommen und habe eben gemerkt, Mensch, wenn man das irgendwie sportlich sieht und ein bisschen Glück damit hat und die Phantomschmerzen nicht zu groß sind, dann ist die Amputation vielleicht was, was mich mehr ins Leben wieder zurückbringt, weil ich eben wirklich den ganzen Tag sonst mit Rollstuhl unterwegs war. Das heißt, Sie konnten sich da auch mit Menschen austauschen, die diesen Schritt oft zwangsläufig, ja, muss man sagen, schon hinter sich bringen mussten oder durch Umstände, ja, ist es ja bei vielen also passiert. Man
es hat ziemlich lange gedauert, bis ich überhaupt gewagt habe, daran zu denken. Und bis man dann andere anspricht, die ja das eher als Schicksalsschlag erlegt haben. Und zu sagen, Mensch, wie ist das? Ich sehe das für mich als Chance. Das ist eben etwas, wo man sehr vorsichtig mit umgehen muss. Und auch, wo das Umfeld durchaus überfordert mit sein kann. Ja, also, nicht nur das private Umfeld, sondern auch das medizinische Umfeld. Das heißt, wenn Sie, Sie haben dann den Wunsch geäußert, das ist ja nicht so, dass der Chirurg dann sagt, na ja gut, dann machen wir mal nächste Woche einen Termin. Sondern Sie mussten da ja noch einen ganz anderen Wettkampf auskämpfen. Ja, genau. Also der Chirurg, der mich da federführend begleitet hat, der hat zig Operationen mit mir erlebt. Der hat eine Staphylokokkenentzündung mit mir erlebt. Also der wusste auch, dass ich irgendwo hart im Nehmen war. Aber ich musste zwei psychologische Gutachten hinter mich bringen, mich dann noch beim Ethikrat vorstellen. Und da hatte ich eben auf jede Frage, die da kam, eine passende Antwort. Und dann hatte ich eben das Glück, dass man auch von Ärzteseits gesagt hat, das ist in Ordnung. Kommt sowas eigentlich bei einer Frage? Ist das jemals schon vorgekommen oder waren Sie im Präzedenzfall? Also in dem Krankenhaus, wo ich war, war das das erste Mal. Auch, dass sich da ein Patient in so einem Fall wie bei mir vorstellen durfte oder musste, das war da, denke ich, einmalig. Nichtsdestotrotz bin ich glücklich, dass man über den Tellerrand geguckt hat. Und ich sag mal, ich war immer eine junge, taffe Frau, auch im Rollstuhl. Und da zu sagen, wir gehen diesen Schritt, also ich danke dem Arzt, weil es war nicht zu erwarten, dass es mir so gut geht. Also ich habe gedacht, wenn ich nur eine Stunde am Tag laufen kann, dann habe ich eine Stunde mehr als jetzt. Und dass ich so viel und so im Leben stehe, das ist einfach ein echtes Geschenk. Und dann gab es ja irgendwann einen Termin, wo es hieß, dann ist die OP, dann weiß man, man geht dahin, wird in Vollnarkose, wurden Sie ja sehr wahrscheinlich gelegt, ne? Ja, genau. Also ich hatte im Freundeskreis, weil ich ja durchaus Pech hatte, noch überlegt, ob ich auf das Bein schreibe, hier sind Sie falsch, aber ich habe dann gedacht, oh Gott, vielleicht nehmen Sie das Beschriftete, also das haben wir dann weggelassen. Genau, also man hat dann den Termin und genau, die Tage und die Wochen davor machen es eben auch nicht einfacher und man muss schon psychisch stabil sein, um zu verkraften, dass es nächste Woche ist es ab. Heute ist es das letzte Mal, wo ich damit ins Bett gehe. Und ja. Aber Sie sagen auch immer so schön, Sie haben ein Leben mit einem Appenbein. Ja. Also Sie sagen nicht, ich lebe ohne Bein und auch nicht mit ohne oder mit nur einem Bein, sondern ich habe ein Appesbein. Das stimmt. Ist auch eine Kopfsache scheinbar. Ja. Also, das heißt, Sie haben sich auch von dem einen Bein verabschiedet und gesagt, dass also ich kann es quasi genau, loslassen. Es war für mich tatsächlich nur noch eine Last. Und die Sorge war da, dass diese Phantomschmerzen weiter sind. Und es ist tatsächlich so, dass mein Knie das Problem war. Und mein Knie ist auch gedanklich für mich weg. Also für mich sitzt hier der Fuß und ich kann jetzt mit dem Fuß und mit den Zehen wacken. Und mir tut auch hier mal die Wade weh und ich juck mich auch mal. Und dann, wenn ich keine Prothese anhabe, sieht das ein bisschen blöd aus. Aber das Knie ist in meiner gesamten Vorstellung nicht mehr da. Man muss ja auch sagen, Phantomschmerzen sind ja ein wirklich bekanntes Problem nach Amputationen. Das ist ja etwas, wo man auch sagt, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Gerade wenn der Schmerz vorher sehr stark war, sind die ja oft sehr stark. Aber Sie haben die ganz gut im Griff. Sie nehmen ja auch keine Medikamente, sondern Sie kommen gut durch. Genau, man hat dann seine Tricks, was ich dann eben mache, wenn ich das mal habe. Oder auch meine schlechte Nacht, aber ich nehme da keine Medikamente. Jetzt sind Sie eine taffe Frau, das kommt ja manchmal auch von taffen Eltern. Sie haben mal gesagt, Ihr Vater hatte irgendwann keinen Bock mehr, Ihren Rasen zu mähen. Ja. Und Sie mit Appenbein haben ihn angeguckt und gesagt, na, wie soll ich denn den Rasen mähen? Wie war das genau? Ja, es gibt durchaus Sachen, die ich wieder schön fand. Also meinetwegen Spülmaschine mit dem Bein wieder auszuräumen, das hat mir die ersten Jahre Spaß gemacht. Das finde ich jetzt nicht mehr. Also mein gesamter Freundeskreis, ihr könnt jetzt auch wieder die Spülmaschine ausräumen. Aber Rasenmähen, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber er meinte, das könnte ich jetzt auch wieder. Also das würde dazugehören, dass ich jetzt auch wieder Rasen mähe. Und jetzt liebe ich tatsächlich, Rasen zu mähen, weil ich sehe, was ich geschafft habe. Das ist ja enorm. Und Sie sind eh viel draußen, auch mit Ihrem Hund Tayo. Sie haben sogar den Jagdschein, das sogenannte grüne Abitur, mit dem Hund gemacht. Das heißt, der Hund ist Assistenzhund und wenn es in den Wald geht, dann checkt er auch, es ist ja ein voller Jagdhund, dann geht es auf die Jagd und dann gibt es jagdliche Aufgaben. Ja, es ist faszinierend, aber es schlagen da zwei Herzen in seiner Brust. Also im Alltag ist er so wie jetzt, ruhig und mein Freundeskreis kann sich gar nicht vorstellen, dass er jemals schnell ist. Aber jagdlich ist er eine Rakete für seine Verhältnisse. Also wir werden immer noch belächelt, weil er nicht so schnell ist wie andere Hunde, aber er ist gründlich effektiv und wirklich gut. Jetzt muss ich sagen, also ich finde es so enorm, Sie arbeiten ja auch nebenbei, Sie arbeiten hauptberuflich als Amtsanwältin. Genau. Sie sind im THW ehrenamtlich tätig, Sie sind in dem Sportverein ehrenamtlich tätig und dann gehen Sie mit Tayo noch in den Wald und sind jetzt keine schießwütige Jägerin, sondern Sie suchen nach verendeten Wildschweinen, die vermutlich an der Schweinepest verendet sein könnten. Das ist ja eine Aufgabe, die für die Natur durchaus wichtig ist.
Ja, für die Natur und ich sag mal für ganz Deutschland. Es hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Faktor, aber ja, es gilt darum, diese an der afrikanischen Schweinepest verendeten Tiere zu finden, weil andere Schweine die sonst auffressen, das eben auch so infektiös ist, dass da der Boden ausgetauscht werden muss. Und das ist eben nicht so einfach, Hunde zu finden, die das können. Und Tayo ist ein Bringselverweiser. Das musst du erklären. Ja, was macht ein Bringselverweiser? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also es gibt in der Jagd so, dass man sagt, wenn man ein Tier angeschossen hat, dann kann man einer Schweißspur folgen. Also einer Schweiß ist das Blut, ne? Ja. Genau. Das hat man aber bei diesen afrikanischen Schweinepest verendeten Schweinen nicht, weil die irgendwo eben sich unterkriechen und da dann eben qualvoll zum Teil auch verenden. Und Tayo hat dann eine Weste an, dass, falls er auf so ein Schwein noch kommt, er geschützt ist vor den Schweinen. Und hat hier quasi so ein Tau aus Biotane. Und ich schicke ihn in die Suche. Und dann sucht er eifrig und schnell für seine Verhältnisse. Und wenn er das Schwein gefunden hat, nimmt er dieses Bringsel ins Maul. Und kommt dann mit dem Bringsel im Maul zu mir zurück. Das heißt, wenn er nichts im Maul hat, hat er auch nichts gefunden. Und wenn er das im Maul hat, weiß ich, er hat was gefunden. Und das ist dann schon selten, so ein Bringselverweiser. Und bei Tayo ist noch die Besonderheit, dass er ja ein Assistenzhund ist. Das heißt, wenn er von da kommt und da aber checkt, der Weg ist für mich zu unbequem, weil da Baumstämme sind und da müsste ich durch Dornen laufen, dann hat er, wie er das auch immer macht, die Umgebung gescannt und geht mit meinetwegen mit mir in die Richtung, weil er weiß, da ist eine Rückegasse und dann bringt er mich perfekt für amputierte Jägerin. Ach komm, der möchte nur die 10.000 Schritte voll machen. Ja, wahrscheinlich auch noch einen Schrittzähler und dann ein paar. Also das ist sensationell und wir haben letzte Woche geübt und dann hat er das auch gefunden, was er finden sollte und dann wollte ich ihn einfach nochmal suchen lassen und dann hat er von dem Jäger, der vor mir unterwegs war, der hat seinen Autoschlüssel verloren, mitten im Wald und hat das gar nicht gewusst. Und Tayo, der ja nun auch gewohnt ist, wenn mir Autoschlüssel hinfallen, muss er die aufheben, kommt mitten im Wald mit diesem fremden Autoschlüssel. Also auch wie ruhig er da liegt, finde ich ganz toll. Also mein Hund hat Ostern einen Osterhasen von uns gefunden, den er nicht finden sollte und es fehlte der Kopf. Ja, das würde mit Tayo nicht passieren. Aber dein Hund ist ja auch so ein ganz, das haben wir auch schon erlebt im Studio, ist ja auch ganz lieb, ne? Der ja, ist ja auch so ein großer, aber der ist nicht so gut ausgebildet wie Tayo. Ja, was ist, Sie haben doch auch zwei Hunde, ne? Was, können die auch irgendwas Besonderes? Die Kleine kann ganz schön viele Kunststücke, so Rollover und Peng und sowas alles. Und die Große kann nur Liebe. Die kann Liebe von morgens bis abends. Schönste Talent. Ja für dich auch. Ja, aber bei uns ist der Hundeflüsterer ist der Sohn. Der kann das richtig gut. Da sind sie. Ja. Ja. Phoebe ist die Große und Wilma ist die Kleine. Die ist natürlich der Chef, ja, ist klar. Also ihr Sohn ist derjenige, der am besten... Der geht auch mit vier Hunden, die laufen hinter ihm her. Und wenn ich dann mit den beiden gehe, auch ohne Leine gerne mal, und dann passiert nicht das, was ich will, sagt er, Papa, du musst mit deinen Gedanken auch dabei bleiben. Und da hat er recht, ja. Jetzt muss man sagen, Sie machen ja nicht nur das, was ich alles schon aufgezählt habe und was wir besprochen haben. Sie fahren auch noch einbeinig Ski. Sie fahren mit Appenbein Ski. Ja. Und was machen Sie noch? Sie haben Basketball haben Sie gespielt. Wir haben auch ein paar Bilder, glaube ich. Das muss man mir überlegen. Das ist ja nun wirklich, also da muss ja die Rumpfmuskulatur, Sie müssen ja wirklich absolut fit sein, um das hinzubekommen. Ja, also genau. Ich fange 3 Monate vorher an, mich noch ein bisschen fitter zu machen. Und freue mich dann das ganze Jahr, dass ich diesen schicken Helm tragen darf. Mein Freundeskreis findet ihn fürchterlich, aber ich bin überall erkennbar durch den Helm dann im Skigebiet. Also ich finde das so enorm, weil dadurch, dass Sie das erzählen, ist es ja auch immer wichtig für Menschen, die das erlebt haben oder die in der gleichen Situation sein könnten. Das ist ja ein Eckpfeiler der Orientierung, dass sie merken, es geht auch anders. Und manchmal ist, also selten in der Medizin ist es ja so, aber manchmal gibt es eben scheinbar keinen anderen Weg. Ich finde es aber so toll, dass Sie den selbst bestimmt haben und gesagt haben, ich möchte das. Wurde das nicht schon vorher an Sie herangetragen? Also bei 35 OPs, Sie waren aber ja und sind ja immer noch eine junge Frau. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, diesen Schritt gehen Mediziner tatsächlich nicht so oft. Das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen, weil so dieses heile Körperbild irgendwie so wichtig erscheint. Aber bei mir war es eben eher hinderlich. Und tatsächlich habe ich das Glück gehabt, dass ich ein oder andere Menschen auch mal begleiten durfte und eben auch ein bisschen mutmachend. Ich gehe auch in Viertklässler, also in Schulen, um eben zu zeigen, Behinderung, das ist natürlich nicht das Nonplusultra, aber Behinderung ist nicht so schlimm, wie Leute sich vorstellen. Und wie man eben bei mir sehen kann, kann man damit viele Sachen erleben. Und ohne mein abes Bein säße ich wahrscheinlich heute nicht hier. Ich hätte keinen Hund und ich finde mein Leben als sehr bereichernd schön. Es muss ich sagen, es rührt mich sehr, ganz, ganz toll.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass Kajo da ist. Vielen Dank. Ja, schwer beeindruckend, wirklich. So, nun zu ihm. Er ist seit fast 30 Jahren Mitglied der Berliner Philharmoniker. Nebenbei hat er auch eine sensationelle Solokarriere hingelegt. Er wird uns in dieser Sendung für sein Instrument, die Oboe, auch live begeistern. Albrecht Meyer ist bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Herr Meyer, Sie hatten ein Erlebnis vor kurzem, nachdem sich viele Musiker in dieser Zeit sehnen. Sie sind nämlich aufgetreten in der Berliner Philharmonie vor echten Menschen. 1000 Zuschauer waren da. Was hat Ihnen das bedeutet? Ehrlich gesagt, dieser Augenblick war unglaublich emotional. Und als wir aufgetreten sind nach einem Jahr, nach über einem Jahr mit Publikum, dann flossen mir also die Tränen runter. Und ehrlich gesagt, ich bin immer noch bewegt von diesem Augenblick, weil wir ja, es geht nicht nur um Existenz, die wir oder sehr viele Kollegen verloren haben und tatsächlich sogar schon umschulen, das kann man sich kaum vorstellen, weil es ja nicht ein Beruf ist, sondern eine Berufung für uns. Wir wachsen ja damit auf, also mit 3, 4, 5 fangen wir an, über Musik nachzudenken und zu fühlen und zu machen. Mhm. Diese Berufung führt dazu, dass wir, dass diese Menschen, die das Publikum brauchen, physisch brauchen, wie andere Leute 2 Beine, dass diese Menschen, wenn sie dieses Publikum nicht haben, diese Resonanz nicht spüren, dass sie wahrscheinlich auch wir haben auch sowas wie einen Phantomschmerz. Ich will mich selbstverständlich nicht vergleichen mit ihnen, mit ihrem Schicksal, aber tatsächlich ist es so für uns, für alle Freunde und Kollegen, die ich habe, ich habe Schicksale jetzt gesehen in diesem Jahr, die ich absolut schrecklich finde. Und vor allem, wenn ich das sagen darf, Frau Tietjen, diese 1000 Leute waren in der Philharmonie und waren so im Schachbrettmuster gesetzt, sah unglaublich voll aus, also nach unseren Maßstäben, jetzt sehen wir ja nur 8 Leute, sah unglaublich voll aus und wir waren alle getestet und es war perfekt. Und danach wurde alles weitere wieder abgesagt. Das heißt, wir waren ja ein Pilotprojekt, was darauf ausgelegt war, dass andere wie die Staatsoper zum Beispiel daraufhin folgen hätten können. Mm, mm. Aber es wurde alles abgesagt. Insofern ist so ein bisschen dieser Frust war fast noch schlimmer, als wenn wir es nicht gehabt hätten. So, wenn dieser zauberhafte Hund kriegt so eine ganz tolle Wurst hingehalten. Wenn du lieb bist heute Abend, kriegst du die Wurst nach der Sendung. Er kriegt sie aber trotzdem nicht nach der Sendung, obwohl er so zauberhaft ist. So ein bisschen ist das Problem. Also das, was wir fühlen, ist ja eine Geschichte. Und die Existenz natürlich, die brauche ich nicht zu erzählen, das ist klar. Wenn man Solo-Selbstständiger ist und in der KSK, in der Künstlersozialkasse, versichert ist und da eingezahlt hat und dann umlernen möchte, verliert man den Schutz der KSK. Ja. Also man fliegt auch da wieder raus. Ja, und insofern ist es wirklich ein Teufelskreis. Aber um noch mal darauf zu kommen, dieser Moment vor 1000 Leuten zu spielen mit diesem wunderbaren Orchester, diesem Plenum, war ein unglaublich emotionaler Moment. Ja. Und diese Sehnsucht nach Publikum, nach Menschen, die zuhören, ist das auch der Grund dafür, dass Sie manchmal einfach in den Park gehen? Oder Sie gehen ja in die Öffentlichkeit und spielen da einfach. Wie reagieren denn die Menschen auf Sie? Werden Sie nicht andauernd erkannt? Ja. Also nach dieser Sendung wird man natürlich wieder überall erkannt. Jeder kennt das von uns natürlich. Aber das war, ich glaube, meine Frau hat mich drauf gebracht. Die hat irgendwann gesagt, nachdem ich mein Festival in Hitzacker absagen musste, letztes Jahr im März, und dieses Jahr leider auch wieder, war ich natürlich zu Hause schwer zu ertragen. Und meine Tochter war ganz zauberhaft und alle waren sehr lieb, haben mich wirklich wie ein rohes Ei behandelt. Und irgendwann sagt meine Frau, du fährst doch so gerne Fahrrad. Nimm mal dein Fahrrad, fahr mal irgendwo hin. Und wenn du Lust hast, nimm die Oboe mit, habe ich dann gleich gemacht. Und ich kenne sowieso Berlin sehr, sehr gut durchs Fahrradfahren. Aber ich kenne alle Parks da. Und in Parks, wo man normalerweise als Zehlendorf oder Nikolassee, wo ich also wohne, niemals hinkommen würde. Das heißt, ich bin da hingefahren, also Moabit, Neukölln, Wedding, Reinickendorf. Und man kommt in einen Park, wo man der einzige Deutschsprechende ist. Und alle sitzen da, trotz Corona, sitzen, grillen oder fahren mit den Kinderwägen herum und haben ein schönes Leben. Und ich sitze da und denke, wenn ich jetzt auspacke, gibt es bestimmt gleich was auf die Schnauze. Aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe ausgepackt, mich irgendwo hingesetzt, habe angefangen, erst vorsichtig zu spielen. Und dann kamen die Leute und dann gucken so ein bisschen so, ach ja, also gut,
Schön. Hast du echt gut gespielt, Alter. Das ist doch ein schönes Kompliment. Jemand, der normalerweise niemals klassische Musik hört oder niemals ins Opernhaus geht und niemals ins Theater. Und ich meine jetzt nicht Politiker, sondern ich meine diese Menschen, die ich da getroffen habe. Die sind wirklich unglaublich dankbar gewesen. Und sehr oft, auch Menschen, auch Obdachlose übrigens, haben diese Chance genützt, mit mir zu sprechen und zu sagen, ich hatte ja keinen Hut. Ich hatte ja keinen Hut. Ich habe dann gesagt, wenn irgendwas reinkommt, dann ist es gerne für dich. Ja? Die haben sich da hingesetzt, haben das genossen und haben gesagt, ja, das war echt schön gewesen, Alter. Ja, das finde ich aber toll, weil das ist Ihnen ja auch ein Anliegen, haben Sie ja auch schon häufiger gesagt. Sie waren ja schon am Strand von Ipanema, haben da gespielt. Also das sind einfach auch Menschen, die normalerweise eben nicht zu Ihrem Klassikpublikum gehören, trotzdem ein Gespür für dieses Instrument und diese wunderbare Musik entwickeln. Erklären Sie uns doch noch mal ein bisschen die Oboe. Das ist ja nun ein ganz besonderes Instrument. Das sieht schon toll aus, aber das Allerwichtigste ist ja dieses kleine Mundstück. Was macht das? Das kleine Mundstück ist natürlich also ein Sänger würde sagen, das ist meine Stimme. Ja, das kleine Mundstück macht, das hören Sie nachher auch mal so, und ist eigentlich nur sowas wie die Saite bei einem Flügel. Sie haben vorhin so wunderschön gespielt. Wie die Saite am Flügel oder die Saite auf der Geige, so muss man sich das vorstellen. Es gibt nur eine, so wie bei jemand, der keinen Kehlkopf mehr hat, nur diesen einen Ton. Ja, und alles andere verändere ich mit meiner also ich forme den Ton, ja, ich forme den Ton mit allem, mit dem gesamten Apparat, mit meinem Kehlkopf und natürlich den Stimmbändern und den Vokalen, die ich forme und natürlich mit der Oboe. Aber also es kommt auch so ein Ton raus. Schön ist er nicht, aber es kommt auch so ein Ton raus. Aber was ich gar nicht wusste, dieses Mundstück, wo ist es überhaupt? Ist hier. Ach, Sie haben es da liegen, okay. Dieses Mundstück, das ist so eine Art Humidor, ne? Das muss feucht gehalten werden. Sie, ne, sind wirklich gut. Ich habe mich ja vorbereitet. Ein Humidor. Ein Humidor. Der Hund findet das sehr interessant. Das guck mal, wie der guckt, ja. Ob das die Kriegente vielleicht ist oder der Fischreier. Wer weiß. Ja. Aber was ich gar nicht wusste, dass Sie das selbst herstellen, dass Sie das schnitzen. Mhm. Woraus besteht das denn? Und wie macht man das? Da muss man doch handwerklich geschickt sein. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Also man lernt ja, damals war das so, ich bin ja noch so ganz altdeutsch erzogen worden und aufgewachsen. Und das lernst du jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man spielt. Ja, aber gleichzeitig lernst du auch, wie man Rohre macht. Rohre, sagen wir, so Röhrchen. Ja. Ja. Aber tatsächlich, weil Sie jetzt gerade sagen, dass der Hund reagiert. Ich habe einmal einen Monat Pause gemacht vor Corona. Einen Monat nicht gespielt und hatte zwei Basset Hounds im Haus. Zauberhaft, Daisy und Lucy. Und als ich dachte, nach einem Monat wäre es vielleicht gut, wieder anzufangen, habe ich angefangen und fand super. Ich fand mich ganz toll nach einem Monat. War ganz toll. Daisy guckte mich an, vorwurfsvoll, verließ sofort den Raum. Und Lucy, das Weibchen von den beiden Weibchen, machte so. Guckte mich so an, so mit diesen tief hängenden Augen. Und mal so. Das ist ein Kompliment. Nee, da wusste ich, ein Monat Pause ist definitiv zu lange. Das heißt, wie viele Stunden üben Sie normalerweise? Spielen Sie normalerweise am Tag? Ja, ich würde sagen, jeden Tag. Ich spiele jeden Tag einfach so. Natürlich, jeder Sportler weiß es. Es ist Hochleistungssport in jedem Sinne. Und dieser alte Spruch, das kennt man. Wenn ich einen Tag nicht spiele, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht spiele, merkt es meine Frau. Wenn ich eine Woche nicht spiele, merken es alle. Und dieses Mundstück, also da hat das lange gedauert, bis Sie das, ich meine, Sie waren 10, als Sie die Oboe bekommen haben, bis Sie das in Perfektion beherrscht haben, wie das dann sein muss, damit es so klingt, wie Sie es wollen? Das dauert ein Leben lang. Aber ich hatte einen wunderbaren, wunderbaren ersten Lehrer. Das ist wirklich eine Danksagung an alle ersten Lehrer. Das sind die wichtigsten überhaupt. Da geht es nur um Motivation. Ich hatte zwar keine Ahnung und davon jede Menge, aber er hat mir das Gefühl gegeben, ich kann schon was. Ich kann schon etwas, obwohl es vielleicht sich mehr nach Kindertrompete angehört hat. Aber er hat mir das Gefühl gegeben, er hat mir mit 12 gesagt, das war damals wirklich was Besonderes. Du wirst Millionär mit deiner Oboe. Und natürlich damals Millionär, das interessiert ja jetzt überhaupt gar niemand mehr, wenn wir nicht Milliardär sind, das ist überhaupt niemand mehr. Aber damals war Millionär, das war
besser als der Papst. Aber ich möchte einmal fragen, wieso Oboe? Das ist ja nun durchaus ein seltenes Instrument und für einen jungen Knaben dann noch seltener. Erstmal muss man sagen, das ist natürlich eine Fügung des Schicksals, weil ich habe damals sehr heftig gestottert und mein Vater als Kinderarzt sagte, Mensch, ja, so ein Blasinstrument mit Luftfluss, das wäre eine tolle Idee. Und hat dann beim Musiklehrer des Gymnasiums in Bamberg angerufen, E.T. Hoffmann Gymnasium, und sagte, was können wir denn für meinen Sohn, der ist so ein bisschen schwierig, können wir den irgendwie beschäftigen? Und er stottert. Und dann sagt er, nee, Posaune, Klarinette, Flöte, nee, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Oboen. Okay. Also das Schulorchester braucht eine Oboe. Also bin ich zum Kontrabass gekommen. Ich habe aber nur 2 Wochen durchgehalten. Das war mir zu schwer. Ja, immer muss er durchhalten. In der S-Bahn mitnehmen. Ja. Das heißt, also Sie wurden quasi besetzt. Ich wurde also auserwählt. Ich wurde zwangsbesetzt, das kann man nicht anders sagen. Ich und mein Bruder. Und der Bruder ja auch. Ne? Ja. Oh Gott. Also mein Bruder und ich, muss man natürlich richtigerweise sagen, weil er der Ältere ist. Aber tatsächlich ist es so, die Fügung des Schicksals war so, wenn ich Klarinette oder Geige gelernt hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht hier sitzen. Okay. Weil Oboe war etwas Besonderes und Oboe brauchte man. Und da hat man auch den, ich war ja nicht besonders hübsch, ich war auch nicht, irgendwie ich war nichts Besonderes, ich war nicht einer von den Kindern, wo die Mama gesagt hat, du, den kleinen Leonhard, den laden wir mal zu dir nach Hause ein, zu deinem Geburtstag. Also eins von diesen Kindern war ich nicht. Aber mit der Oboe wurde man auch nicht eingeladen, oder? Doch. Er war was Besonderes dann, doch, mit der dann, Oboe oder? Wurde man eingeladen, okay. Das... It made my day and my life. Okay. Also das hat wirklich alles geändert. Weil plötzlich, man brauchte mich. Und dieses gebraucht zu sein als Kind, was vorher das Gefühl hatte, irgendwie, es kommt nicht so richtig an, so ein bisschen so. Damals war es nicht normal, dass Kinder irgendwie seltsam waren. Heutzutage sind Kinder, die seltsam sind, sagen, ja, das ist ein bisschen seltsam, das ist normal. Nee, damals war das nicht so. Das wurde nicht geduldet. Und ich war ein seltsames Kind. Ist ja schrecklich. Aber Sie haben ja dann, ich hab gesehen, Sie hatten auch so ein, also andere haben dann irgendwelche Popposter an der Tür oder an der Wand hängen. Sie hatten ein Schild, ich liebe meine Oboe. Das war Ihnen wichtig auch, dass das auch als Botschaft nach draußen ankam, ne? Allerdings, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich in viele Konzerte mitgenommen wurde durch meine Eltern. Ich habe also alles gesehen. Ich habe schon in frühester Jugend, Kindheit, habe ich Musik gehört von meinem Vater, der sehr gut Klavier spielt. Insofern, das hat uns schon geprägt. Aber wenn ich das nicht gebraucht hätte, die Bühne, würde ich heute nicht hier sitzen. Auf jeden Fall nicht damit, sondern vielleicht wäre ich Kollege von Ihnen geworden. Vielleicht, also wäre ich sehr gerne geworden übrigens. Ja. Wobei Jan-Gregor Kremp hat ja auch ein Musikstudium gehabt, hätte ja auch bei Ihnen bei der Musik bleiben können. Aber also er kann auch diverse Schnittmengen. Also das ist ja, ganz ja, absolut. Ja. Er kann, wir haben auch... In Hannover, Sie waren ja auch in Hannover. Ja, ich war auch in Hannover. Ja, also Hannover ist irgendwie so die gemeinsame Sprache. Ja, können Sie mal zusammen Kammermusik machen? Das ist, Sie müssen aber Bayer Leverkusen unterstützen, sonst wird das nichts. Das mache ich auf jeden Fall, weil Sie haben das so toll gemacht, ich muss das sagen. Das war wirklich, diese musikalische Einlage war fantastisch. Ich muss einmal fragen, Herr Mayer, ich höre ja manchmal auch Klassik. Bei mir ist das aber eher so, dass wenn ich die Steuererklärung machen muss, dann brauche ich was mich so ein bisschen ablenkt. Sie sind so meinungsstark und machen Menschen so schön nach in ihrer Art. Tue ich Ihnen jetzt damit eigentlich weh, wenn ich sage, ich höre Klassik nebenbei? Also muss man Klassik richtig hören oder darf es auch so plätschern? Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie das so sagen, weil ich bin ja noch groß geworden mit dem Nimbus, man muss etwas wissen über klassische Musik. Sie müssen den Unterschied zwischen Mendelssohn, Schumann und Schubert schon kennen, sonst brauchen Sie nicht ins Konzert. Heutzutage, Bettina, wir haben das vorhin noch, sind wir noch durchgegangen. Und das ist ja natürlich heutzutage schon, deswegen, weil wir ja seit 20 Jahren keinen regelmäßigen Musikunterricht mehr haben, ist das natürlich, hat sich das erledigt. Und alle meine Alben, die ich gemacht habe, mit der Deutschen Grammophon, denen ich extrem dankbar dafür bin, alle habe ich für alle gemacht. Das heißt, für Nikolaus Arno Kur, der nachher sagt, also Herr Mayer, sehr wunderbar, sehr schön gemacht. Aber auch für die Supermarktkassiererin, die vielleicht seit 4 Monaten hier lebt und zu mir kommt und sagt, Herr Mayer, schöne Musik, schöne Musik. Die hat natürlich, die hat vielleicht sonst im Libanon andere Musik gehört. Ja? Aber ich habe sie berührt mit dieser Musik. Insofern, meine Alben und die Musik, die ich mache, mein Anliegen ist,
ist tatsächlich für alle zu tun. Die Oboe kommt auch näher an die Seele als die Posaune, muss man sagen. Sie werden uns ja gleich auch hier berühren mit ihrer Musik. Ich muss es leider aus Zeitgründen nochmal, wir müssen über Mozart sprechen. Absolut. Ne? Weil wir haben eine, bevor Sie spielen, weil Sie haben eine wunderbare Mozart-CD gemacht und Sie haben sich sogar auch als Mozart, in Mozart sozusagen ein bisschen verwandelt, äußerlich. Sie sagen, es hat gedauert, jetzt erst war der richtige Moment für Mozart. Warum hat das so lange gedauert? Muss man erst reifen, um sich dann in dieser Form mit Mozart zu beschäftigen? Also unser Herr Doktor, der neu in der Runde ist, hat es ja schon angekündigt. Die Oberflächlichkeit, die jeder genießen kann bei Mozart, also auch die Kühe, wenn sie gemolken werden, die geben ja bessere Milch, wenn sie mit Mozart Bescheid werden, wissen wir. Diese Oberflächlichkeit können wir alle genießen. Aber für mich als Musiker, wir hören ja sehr analytisch. Ich höre ja immer nicht nur horizontal, sondern vertikal. Insofern, bei Mozart ist das Besondere, man muss sehr viel wissen, um die gesamte Tiefe auszuloten. Zum Genießen braucht man das nicht. Aber für mich als Interpret, damit ich diese Stücke, die ich auswählen durfte für das Mozart-Album, muss man schon ein erhebliches Wissen angehäuft haben. Mhm. Und natürlich im Sport auch so. Also ein Fußballspiel guckt jeder anders. Jemand, der wirklich die Aufstellung versteht und die Spielzüge. Also für mich, ich bin froh, dass ich das am Ende so. Aber das ist, ja, finde ich schön, wie Sie das beschreiben, ja, wenn man auch in die Tiefe gehen kann. Aber ich fühle mich bestärkt, ich höre jetzt, und Sie werde ich mir natürlich besonders anhören. Ja, also wir werden jetzt, am besten gehen Sie schon mal rüber, Herr Meyer, zu Ihrem Auftrittsort, denn Sie haben mir ja schon vorher verraten, Sie werden einen Teaser von Don Giovanni, ne, zum Besten geben und da müssen wir mal genau, ist alles in Ordnung mit dem, ja? Ich hoffe. Also, ich habe jetzt seit einer Stunde nicht gespielt, aber es wird sich gleich herausstellen. Ach so, das ist dann, das kann schon sein, dass sich das ein bisschen verzieht dann in der Stunde. Es ist ganz trocken hier und Nein, das wird schon ganz hervorragend sein. Wir sind sehr gespannt. Hören jetzt also einen kleinen Teil von Don Giovanni von Albrecht Meyer und ich La Ciderem la mano. Ja. Ja, heißt La Ciderem la mano. La mano heißt doch Hand, oder nicht? Reich mir die Hand, mein Leben. Reich mir die Hand. Boah, bitte, oh. Ja, reich hätte ich natürlich wissen müssen. So das viel Campingurlaub in Italien. Nee, aber das gehört zur Allgemeinbildung, glaube ich, dass man das kennt. Reich mir die Hand, mein Leben. Siehst du, Johanna Gasthoff nickt. Also das hören wir jetzt. Und man muss jetzt mal aufpassen, weil ich finde es so irre, wie man sagt ja, das ist ein Hochleistungssport, das Oboe spielen. Und wenn man Albrecht Meyer spielen sieht, dann versteht man, warum. So, wir freuen uns. Na, so geht's schon mal nicht. Irgendwas? Ist zu trocken? Ja. Okay. Sieht das spannend, ne? Das ist eben Live-Musik. Nein, stopp. Und dem Hund hat es auch sehr gut gefallen. Der Hund hat so auch ganz kurz wunderbar, Herr Meyer, wirklich wunderbar. Ich bin so froh, dass es noch geklappt hat. Das war dann das andere Mundstück, was Sie genommen haben jetzt. Ne? Aber da muss ich mir jetzt keine CD für kaufen. Das kann ich auch bei den Online-Streaming-Diensten hören, nicht? Also wenn ich sie jetzt versuche. Absolut. Ja, so, sehr gut. Ich sag nicht wo, aber es gibt. Nee, aber es gibt ja diverse. Also das heißt, und damit tut man Ihnen ja auch einen Gefallen, wenn man das auch online hört. Also man muss jetzt nicht nur die CD kaufen. Ich muss sagen, ich bin unglaublich glücklich, nicht nur, dass ich hier sein darf, sondern natürlich durch Corona sind 10 Konzerte im April jetzt von mir abgesagt worden, um dieses Album vorzustellen und an die Frauen, an den Mann zu bringen. Aber durch die Internetdienste und das Streaming und diese ganzen Sachen, die ich gemacht habe und machen durfte, sind wir heute auf Platz 1. Ach, großartig. Wow. Großartig. Und wir dürfen Sie hier haben. Vielen, vielen Dank, Herr Meyer. Wir sind stolz. Ja, ganz toll. Also wirklich fantastisch. Wir bleiben bei der Musik. Wechseln so ein bisschen das Genre. Ich gucke zum WK. Sie war täglich stundenlang live auf Sendung. Das schaffen sonst nur die Leute im Teleshopping. Bei dem Musiksender Viva moderierte sie die größten Musikveranstaltungen noch nebenbei, interviewte die berühmtesten Stars und wurde über Nacht, muss man schon sagen, zum Idol eines sehr jungen Publikums, womit sie heute immer noch Vorbild für viele junge Fans sein möchte und viel Gutes machen möchte. Herzlich willkommen, Milka Love Fernandez. Ja. Du hast 2 Kinder. Ist Klassik wichtig? Also gibt es da richtig so zum Frühstück eine halbe Stunde Klassik oder wie macht ihr das? Mein Mann ist sehr unmusikalisch, aber wir haben ein... Ich dachte, jetzt kommt ein Lob, aber das ist auch schön. Ne, es ist absolut unwertend. Ne? Also ich liebe ihn auch trotzdem. Er fährt zum Beispiel Ski. Ja? Also, und zwar richtig gut. Und ich bewundere, also ich kann es noch nicht mal auf 2 Beinen gut. Deswegen mit Affenbein könnte ich es mir gar nicht erst vorstellen. Und ich finde es auch so anstrengend. Naja, aber wir haben ein Klavier zu Hause stehen.
in unserer Wohnung. Und das kam quasi mit der Wohnung mit. Und seitdem es da steht, das war früher mein großer Wunsch, einmal Klavier spielen zu lernen. Das ging aber nicht, weil wir hatten eine kleine Wohnung. Meine Eltern waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, weißt du, Blockflöte geht, aber Klavier, nee, mach mal, nee, wir sparen uns das Geld. Und dann war das mein großer Wunsch. Und ich habe angefangen, dann Klavier zu spielen, habe mir das erstmal selbst beigebracht, habe dann gesagt, okay, du kommst so nicht sehr weit. Und bin dann zu einer Klavierlehrerin geworden, habe jeden Tag geübt. Und daraufhin haben meine Töchter auch Interesse entwickelt. Und jetzt nehmen beide Klavierunterricht. Die Kleine ist 4, die Große ist 8. Und die Kleine macht so, wie sie möchte. Und die Große ist da schon richtig ehrgeizig. Ja, ist enorm, wie die Eltern einen prägen, aber auch wie das Umfeld einen prägt. Jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, dass Milka auf einer ganz besonderen Schule hier in Hamburg war. Einem Jesuitengymnasium. Raucherhof vor dem Altbau. Pater Köster müsste damals, glaube ich, noch Schulleiter. Warte mal, was? Und von da zu Viva, das ist ein Sprung. Von einem. Wie kommst du denn jetzt zu Pater Köster? Der war es doch damals. Ja, der war's. Ja, ich war auf der Konkurrenzschule. Also so. Milka war auf dem ehemaligen Junggymnasium, der St. Ansgar-Schule. Ich hatte Schwester Peters als Schulleiterin. Die fand, ich persönlich ganz unsympathisch. Das Mädchengymnasium. Ja. Also wir mögen uns eigentlich nicht. Das war ein konkurrierendes Schule. Ja, das war wirklich so. Ich bin in die Sophie Barat. Ich bin in die Sophie Barat. Ich durfte mir beide Schulen angucken, was ganz toll war. Und dann bin ich da reingekommen und ich habe Beklemmung bekommen. Und an der St. Ansgar-Schule nicht? Nee. Na gut, siehst man so? Muss sagen, mein Bruder war auf der St. Ansgar-Schule. Der heißt sogar Ansgar, weil mein Vater die Zeit auf der Schule als so prägend und wertvoll empfunden hat. Sag mal, ihr habt euch aber nicht dann getroffen von diesen beiden Konkurrierenden. Wir kennen uns. Nee, ich meine, aber die Schüler von diesen Konkurrierenden. Oh doch, wir sind zusammen einer meiner auf die katholisch studierende Jugend, Schule. KSJ, auf die Sommerlager gefahren. Genau. Und da ging es heiß her. Oha. Warst du auf so einem Sommerlager mal gewesen? Ja, ich war auf so einem Sommerlager, so heiß fand ich das nicht. Aber. Ja, bei uns war schon ordentlich was los. Ja? Aber das, okay. Genau, das haben die Schulen zusammen gemacht. Man muss ja sagen, im heidnischen Norden gab es ja nur zwei. Also hier in Hamburg gibt es eigentlich nur zwei katholische. Es gibt katholische. Nur zwei Gymnasien, ja. Aber das, also für uns, ich kann das jetzt so aus meiner Sicht beschreiben, von dieser Nonnenschule, ist eine St. Ansgar-Schülerin, die es zu Viva schafft. Das war für uns ein Sprung in der Galaxie. Also du hast uns alle wirklich befreit, weil wir dachten, if we can make it, ne? Also Viva, das war einfach so irre. Hast du irgendwas Gutes mitgenommen aus der Schule, was du da hast anwenden können? Ich bin sehr dankbar für meine Schule. Also es gab zum Beispiel einen Lehrer, der hieß Herr Prochel, den ich bis heute noch ja, ich bin dem zutiefst verbunden. Ich finde, der hat einen ganz, ganz großartigen Job geleistet mit mir. Und der hat mich auch über meine schweren Teenagerjahre gerettet. Und man muss aber dazu sagen, dass ich, also für so ein katholisches Junggymnasium war ich, glaube ich, schon, also ich war schon immer sehr speziell. So. Also ich war schon immer ein kleiner Auffaller. Aber dann kam Viva, da warst du im positivsten Sinne der Auffaller, hast dir Herzen erobert, hast da wirklich durchmoderiert. Also ich glaube, in Summe hat Milka in jungen Jahren schon dich übertrumpft, was Moderationsstunden angeht, weil das einfach 24/7, also es war wirklich Leistungssport. Also das weiß ich nicht, aber also... Naja, Viva Interaktiv lief 3 Stunden, ne, am Tag, live. Das Na, auf jeden Fall war sie viel cooler. Ich habe Frühstücksfernsehen gemacht, das war ja nichts für junge Leute. Das ist alles cool, ist alles anders cool. So, ne? Aber da war's, also das heißt, das war wirklich, also du warst das Gesicht. Alle Konzerte, alle Interviews, die gemacht werden sollten, sollten mit dir stattfinden. Du hast Prominente interviewt von bis. Also das war, ich glaube, Johnny Depp war dabei. Sean Connery, da war meine Mutter dann plötzlich auch mal stolz auf mich. Also Sean Connery, da bin ich auch schon. Und das lief alles wirklich fantastisch. Aber dann kamen auch Probleme. Und du, finde ich, hast die große Stärke zu sagen, ja, die gab's. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und du machst was draus. Was hast du dann erlebt? Also wo wurde es schwierig? Naja, es war schon vorher schwierig. Also ich hatte eine Jugendzeit. Also ich war ja schon mit 12, jetzt so rückblickend gesehen, hat man dann gesehen, ich war mit 12 schon depressiv. So, ne? Und habe das dann immer gut überspielen können und high functioning. Ne? Also ich habe wirklich immer ganz, ganz gut funktioniert. Und dann bei Viva ist ja keinem aufgefallen. Aber es hat immer sehr, sehr doll an mir gezehrt. So, ne? Und dann danach kam dann zum Glück, muss ich sagen, auch so ein bisschen der Moment, wo auch mein Körper das nicht mehr mitgemacht hat.
Aber hat die Depression mit 12, war die diagnostiziert worden? Nee. Also wusst, das hast du im Nachhinein verstanden? Im Nachhinein habe ich verstanden, so, ja, das sind depressive Gedanken. So, ne? Ich muss sagen, also ich war dann ja 9, also in dem Alter kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Kinderarzt bei einem 12-jährigen Mädchen... Damals war das aber auch nicht so. Nee, gab es gar nicht. Ne? Also das hat halt nicht existiert. Irgendwann später habe ich dann eine Essstörung entwickelt und dann... Ne? Also dann wurde es halt irgendwie körperlich und dann konnte man das irgendwie greifen und sowas. Und das war so das erste Mal, dass ich dann Bekanntschaft mit einem Psychologen machen konnte. So. Aber ich habe nie, ich habe es ganz lange auch gar nicht ernst genommen. Das ist so erstaunlich. Wir haben eine Matz, die würde ich gerne noch einmal auch sagen, also einen kleinen Film, den würde ich gerne mal sehen, weil man sieht da, wie unglaublich nach vorne und positiv und strahlend du bist. Und trotzdem war immer dieser Schatten der Depression da. Und das ist ja bei manchen Schauspielern auch so gewesen. Also Robin Williams oder auch andere Menschen, die sind nach außen einfach so wahnsinnig vorne und haben dann aber ganz schön viel Gepäck zu tragen. Wir schauen uns das mal an. Der Vorname dieser Frau heißt nichts Geringeres als die Königin. Noch im Teenie-Alter wechselte die Schirmherrin die Regentschaft von Hamburg nach Köln und wurde ab Ende der 90er zur majestätischen Moderatorin des Musiksenders Viva. Wie es sich für eine royale Vertreterin gehört, hielt sie täglich stundenlange Live-Ansprachen, traf die wichtigsten Größen des Landes, wohnte den besten Veranstaltungen bei und galt als Vorbild für Stilbewusstsein, Volksnähe und Fortschrittlichkeit. Auch ohne Viva, aber mit ziemlich viel Leben, blieb der Balance- und Balance-liebende Mikrofonprofi dem königlichen Dasein treu und tut bis heute allerlei Sinnvolles. Kollektionen, Moderationen, Lektionen. Eine echte Queen. Milka Loff-Fernandez. Ich finde, das fasst ja relativ gut und knapp zusammen deinen Werdegang. Du bist ja immer noch sehr aktiv, hast jetzt die ganze Weile schon Naked Attraction im Fernsehen moderiert, eine etwas andere Dating-Show. Mhm. Aber du bist ja wirklich voll im On, voll da und hast aber immer wieder dieses Problem auch angepackt und hast jetzt ein Buch geschrieben, wo du auch jungen Leuten helfen möchtest. Also man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht jeden Tag depressiv. Ne? Also eigentlich, ich bin nicht mehr depressiv, Punkt. Sondern ich rede darüber, weil ich gerade auch im Moment wirklich das Gefühl habe, dass viele Leute damit sehr alleine gelassen werden und ich das natürlich auch nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt nichts irgendwie, also das Kapitel ist so für mich abgeschlossen. Es wird immer noch so hochgepusht, irgendwie, weil sich das wahrscheinlich keiner vorstellen kann, warum ist denn die depressiv? Aber das eine hat ja mit dem anderen irgendwie nichts zu tun. So, aber es ist also ja ein ganz tolles Beispiel, um zu sagen, ich habe das überwunden, geschafft. Also gerade die Depression haftet einmal so an. Ohne jetzt viel zu weit zu gehen, hast du ja auch öffentlich gesagt, du hattest Suizidgedanken. Also dass das Leben nicht mehr lebenswert wäre. Mhm. Jetzt weiß ich aus meiner eigenen klinischen Erfahrung, wenn jemand das äußern kann und sagen kann, dass er die hat, dann ist das unglaublich wertvoll, weil man da arbeiten kann. Das ist viel wichtiger, als wenn jemand das nicht sagt. Ja, ja, ich habe die ja auch ausgelebt. Ne? Also das war ja nicht so, dass, dass ich das sagen wollte. So. Und ich habe es auch öfter mal, also ich habe es öfter mal probiert. Aber ja, das war also in dem Moment, wo ich das geäußert habe, vor allen Dingen öffentlich, also da war es ja eigentlich auch schon vorbei. Aber in dem Moment, wo ich das geöffnet, also mich da geöffnet habe, da ist sehr viel losgegangen und da war ja eigentlich die halbe Arbeit schon geschafft. So. Also etwas benennen heißt auch oft schon natürlich die Macht in gewissen Stücken zurückbekommen zu haben. Das war der Moment sicherlich, wo ich Verantwortung dafür, also für meinen Zustand übernommen habe. Die Depression ist ja jetzt nicht etwas, was einem einverleibt ist, auch wenn sich das so anfühlt, so, ne? Sondern das ist etwas, für das man Verantwortung übernehmen kann. Und das ist nicht, also auch heute noch ist es mir nicht peinlich oder sowas. Das ist auch nichts, wo ich sage, okay, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Im Gegenteil, ich sage, das war eine der wertvollsten Zeiten meines Lebens. Hätte ich die Depression nicht gehabt, hätte ich nicht, wäre mein Leben viel zu gut gewesen und ich hätte nicht nachempfinden können, wie es ist, für andere Menschen zum Beispiel zu leiden. So, weil im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ich hatte relativ viel Glück. Es gibt einen so schönen Spruch, der sagt, sozusagen, gehe deinen Weg und lasse deine Wunden zu Perlen werden. Und du hast ein Buch geschrieben, das finde ich voller Perlen ist. Sehr cool genannt, Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection. Und das besteht aus verschiedenen Übungen, die man eigentlich sozusagen mit dir machen kann. Also man hat wirklich das Gefühl, man liest das und du sprichst mit einem. Ich habe sogar deine Stimme wirklich im Ohr. Ich habe die Stimme natürlich im Ohr, weil ich zu der Zeit auch viel Viva geguckt habe. aber die Stimme ist sehr da. Und das sind da verschiedene Challenges, nennst du das? Genau. Auch wirklich lässig aufbereitet. Ich spüre da schon sehr, dass da viele Dinge dabei sind, die dir unglaublich geholfen haben müssen. Ist absolut so. Also jede der Challenges, das sind Sachen, die ich selbst gemacht habe. Ne? Also teilweise sind das Sachen,
die mir natürlich angetragen worden sind von außen, von Therapeuten und so weiter und so fort. Aber andererseits sind das Sachen, wo ich auch selber gesagt habe, okay, das hilft mir. Ne? Also damit kann ich arbeiten. Und was mir lag sehr viel daran, irgendwie kein Buch zu schreiben, wo man einfach sagt, okay, guck mal, das mit dem Selbstwert funktioniert so, weil das funktioniert so einfach nicht. Das ist nichts, was irgendwie eine Taube einem auf den Kopf scheißt. Ein Arbeitsbuch, also, finde ich. Es ist ein Workbook. Man arbeitet sich dann. Ja, es ist ein Workout. Ja, und man kann auch sich was aussuchen. Man muss nicht sozusagen chronologisch durchgehen. Mhm. Ich fand diese Ich-Date-Challenge, fand ich so irre. Really? Ja, weil das ein Date mit sich selbst und sich wirklich die Zeit einteilen, dass man sagt, ich nehme die Stunde Zeit für mich und mache was ich gerne mag, also wo ich mir selber was Gutes tue und nicht für andere mache. Und du gehst dann schon so weit und sagst, das teilst du dir ein und überlegst dir später und schreibst auch auf, da bin ich dann raus. Ja? Aber ich fand das einfach den Gedanken, bewusst Zeit für sich zu verbringen, fand ich ganz wichtig. Ja, also mir ist wirklich daran gelegen gewesen, da ein Buch zu machen, wo auch gerade junge Menschen gut dran teilnehmen können. Und ich wollte nicht so von oben herab irgendetwas erzählen, so, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich selber irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Im Gegenteil. So, also bei jedem Ich-Date-Challenge. Ja, vielleicht, aber ich bin wahrscheinlich auch nicht da. Also mein Mann würde mir jetzt widersprechen, wenn ich sagen würde, okay, ich habe das mit dem Selbstwert geschafft. So. Ich würde gerne einmal den Peter Schilling fragen, weil Sie ja auch nach Ihrem unglaublichen, wahnsinnigen Welterfolg, Major Tom, auch eine Phase erlebt haben, in der es Ihnen nicht mehr so gut ging. Hätte Ihnen sowas auch geholfen oder haben Sie vielleicht auch selbst sowas entwickelt, so eine Taktik, um da wieder rauszukommen? Es war eine völlig andere Zeit damals, aber ich höre ganz gespannt zu, weil ich entdecke Parallelen zu einem Buch, das ich geschrieben habe. Da geht es auch um Selbstwert, mein Weg zurück ins Leben vom Burnout und ich habe das auch durchlebt. Damals war es eine andere Zeit. Es gab noch nicht diese ganzen Vorlagen, diese ganzen Bücher in dieser Menge. Es war auch noch nicht so offen, wenn ich dann sagte, damals, ich gehe in Psychotherapie, ich lasse mir von einem Psychologen helfen. Dann hat das so einen Makel gehabt. Das war also noch nicht so weit wie heute. Damals war es in Amerika beispielsweise schon üblich, dass man einen Therapeuten, kein Therapeuten hat in Amerika, da hat man sich schon am Kopf gekratzt. Aber hier war es eben noch nicht so. Und ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen offener gewesen wäre, so wie es heute ist. Ich musste weitestgehend selber erkennen, was ich habe, wo das Problem liegt. Das kann ich aber später dann genauer ausführen. Und habe mich dann sozusagen mit Hilfe der Beratung von Psychologen, der Berater, dann tatsächlich wieder da aus der ganzen Sache rausgeholt. Ja. Und das Tolle ist, dass man wirklich am Ende des Tages geht es ja darum, dass man das selber macht. Ne? Also du musst dein Leben ja selbst leben. Und das kann dir keiner abnehmen. Richtig. Kann ich nur unterstreichen, genau. Also genau. Man sagt immer, man kann das Pferd nur zum Wasser führen. Ne? Oder der Knochen kommt nicht zum Hund. Es gibt so viele Sprüche, die man da sagen kann. Du kennst ja alle, ne? Lernt man die auch an der Sophie Barat? Ja. Oder haben wir ganz andere Ave Maria auf Latein und so. Ihr musstet ja auch immer aufstehen. Ja. Also auf jeden Fall, es ist ein absolut lesenswertes Buch. Jeder entdeckt da was für sich drin. Ich finde es ganz, ganz toll. Auch dir zu folgen auf den sozialen Kanälen ist toll, weil du so offen, ehrlich und nach vorne gerichtet bist. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ja, sie ist, ich sagte es schon, die Dienstälteste. Das hört sich immer so an, ne? Die Dienstälteste. Aber ist ja, so, also keiner. Sagen, die macht den Tatort schon lange. Ich muss dir erst noch einen roten Teppich aufrollen, Ulrike. Einen Moment. Okay. Also, wie gesagt, sie macht den Tatort unglaublich lang. Aber nicht nur das. Sie ist lässig, sie ist cool. Sie hat unglaublich viel getan für das Frauenbild im deutschen Fernsehen und überhaupt in unserer Gesellschaft. Ulrike Volkert ist bei uns. Guten Abend. Ulrike, du wirst ja 60 dieses Jahr. Ich kann das ja sagen. Also ich bin ja schon 61. Ne? Ist das für dich so ein Einschnitt? Also ist das ein unangenehmes Datum? Oder sagst du, egal, naja, ein Geburtstag wie jeder andere? Also so oft, wie ich jetzt gefragt werde, wie das sei, 60 zu werden, muss das wohl ein großer Einschnitt sein. Also ich finde das schon eine magische Zahl. Ich denke eigentlich komischerweise dann eher in so Dimensionen, okay, meine Eltern haben es immerhin über, die sind beide über 80, mein Vater wird in 2 Jahren 90. Vielleicht sind meine Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Also das heißt, ich habe noch 25, 30 Jahre. Und dann denke ich mir, nur noch 25, 30 mal ein Frühling. Nur noch 25 oder 30 mal ein Sommer. Da denke ich, pass bitte auf, dass du das richtig genießt und richtig da Zeit verbringst mit den Menschen, die dir wichtig sind und dass du Sachen machst, die dich wirklich interessieren und dass du vor allen Dingen immer weiter darüber nachdenkst, wie das ist, im Hier und Jetzt zu sein
und nicht dahin zu wollen oder in der Vergangenheit zu wühlen. Das ist ja ein bisschen das mit dem Maßband. Es gibt ja immer dieses Bild, ne? Das Leben ist ein Maßband. Und dann sieht man auf einmal, das Stück, was wir hinter uns haben, ist doch deutlich länger als das, was wir... alle wissen, nach der Hälfte geht es so schnell. Jedenfalls ist es beim Drehen so. Wenn du das 6 Wochen drehst, 3 Wochen sind rum, geht es rasend schnell. Ja, und so ein bisschen alles erscheint. Ich meine, du bist super fit, super Figur, mega sportlich. Aber ich habe gelesen, du hast schon ein Hörgerät auf dem linken Ohr, weil du ein Schusstrauma hast. Yes. Ist das von den Dreharbeiten gekommen? Oder? Ja, da hatte ich... habe ich ein bisschen unterschätzt. Also wir schießen ja schon mal beim Krimi. Und ich mag es nicht besonders, muss ich tatsächlich sagen. Das war eine Situation, die liegt schon fast 9 Jahre zurück. Ich musste in einem kleinen Kellerraum auf eine Tür schießen. Wir haben ja dann auch Oropax drin, darf man nicht sehen. Das ganze Team kriegt Kopfhörer, Schutzbrillen. Ich habe 3-mal auf diese Tür geschossen. Es war so eng und so laut in diesem Raum, dass ich... Und ich habe es nicht nur einmal gemacht, ich habe es mehrfach gemacht, damit es gut aussieht. Ich hatte danach ein taubes Ohr und bin auch zum Ohrenarzt gegangen. Der meinte, das liegt jetzt an diesem massiven Ton, den Sie da abbekommen haben. Kann sein, dass es wieder besser wird. Ich dachte, das wird natürlich wieder besser. Das kann gar nicht anders sein. Aber es ist nicht besser geworden. Und ich habe mittlerweile, ich lag dann auf einer Wiese und hörte den Vögeln zu und legte mich auf mein rechtes Ohr und dachte, wo sind denn die Vögel? Ich habe weder so Vögel noch Grill. Also die hohen Frequenzen sind einfach kaputt. Und das finde ich jetzt richtig auch schrecklich. Ja. Und dann dachte ich, wie kann man das lösen? Gar nicht mehr. Also mein Körper kann es nicht mehr lösen. Es gibt jetzt ein Hörgerät für mich. Meine Mutter kriegt aber auch gerade Hörgeräte. Deswegen, also diese Hörgerätgeschichte ist natürlich wahnsinnig behaftet mit Altwerden, ja? Und Uraltwerden. Und wie bitte? Ist doch super, dass das geht. Dass es da ja, es ist hervorragend. Und die Dinger sind so winzig, dass man sie gar nicht mehr sieht. Und dass man sie erleichtern mir halt in einer großen Runde normal teilzunehmen und nicht immer dann so mich zu drehen, damit ich noch was mitkriege. Ja, ich würde das auch alles mitnehmen. Also Sehhilfe, Gehhilfe, Hörhilfe, egal. Ja, Sehhilfe, genau. Haben wir Leben macht Spaß. Hauptsache, alles führt in den NDR, ne? Du kannst noch hier reinkommen. Wie war das nochmal? If you can make it in the NDR, you can make it. Übrigens, wir begrüßen ganz herzlich Konrad Stöckel. Also Milka Lopp-Fernandes hat sich nicht so verändert, sondern es ist so, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Menschen hier aus Corona... Ich komme mir ein bisschen vor wie der Gast eingeflogen aus L.A., der später in die Sendung darf. Ja, schön, dass du da bist, Konrad. Ja, Ulrike, du hast schon deine, du hast deine zweite Autobiografie geschrieben, noch nicht mal 60. War die Nachfrage so groß oder ist so viel passiert in der Zwischenzeit? Na, ich würde sagen, ich habe die zweite Chance bekommen, das nochmal zu machen und besser zu machen. Also so richtig Lust hatte ich nicht. Also es gab diesen wunderbaren Brandstätter Verlag aus Wien, der mir eine wirklich sehr charmante Mail geschrieben hat, warum es dringend notwendig sei, dass genau ich und nur ich mein Leben aufschreibe, weil ich eine ganz besondere Frau bin, weil ich sehr viel in dieser Branche für die Frauen getan habe, weil ich offen lesbisch lebe, weil ich einen sehr eigenwilligen Weg gegangen bin. Und ich dachte, und er findet, das ist interessant. Ja, das können die Wiener. Also, was willst du mich jetzt bremsen? aber ist es, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich jetzt Ihr Buch lesen möchte, also ich muss, es sind nicht zwei Teile, ich kaufe mir jetzt nicht die erste Biografie und dann die zweite, sondern die zweite reicht. Die zweite finde ich gerade interessanter, die hat mir auch mehr Spaß gemacht, da habe ich auch mehr selber gemacht. Ich hatte natürlich auch eine begabte Journalistin an meiner Seite, die mir ein bisschen die Zügel gehalten hat, eine Struktur und die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt hat und auch ganz schön Fahrt aufgenommen hat, dass ich dranbleibe. Ich habe dann eigentlich erstmal meinen Freundeskreis gefragt, ob die Lust haben, über mich zu lesen, weil ich war noch nicht so richtig überzeugt. Und die haben gesagt, doch, das ist gut, wenn du das machst. Es gibt ganz viele, die wollen das wissen von dir. Und du bist wichtig, auch als Vorbild. Und das waren eigentlich die Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das nochmal. Und wenn ich es probiere, dann mache ich es richtig und gründlich. Und dann schleiche ich mich da nicht so um die tragischen Stellen, sag ich mal, oder auch die Problemstellen und mache nur so ein Halligalli-Buch, sondern dann gehe ich jetzt mal richtig in die Tiefe. Also auch dahin gehen, wo es weh tut. Interessant, ja. man erfährt Dinge in diesem Buch auch, die man jetzt selbst wirklich Bettina nicht so wusste. Und das will was heißen. Das will was heißen und wir kennen uns wirklich schon lange. Aber das finde ich so spannend. Das heißt, schreiben Sie in dem Buch auch Dinge, die Sie einer Freundin eben nicht mal eben über am Abend erzählen würden? Es gibt natürlich Freundinnen, die das wissen, aber es gibt natürlich
als öffentliche Person muss man so viele Interviews geben und so viel soll man immer erzählen. Und ich habe wirklich oft die Bremse gezogen, weil mir das stinklangweilig vorkommt, über mein Lesbischsein zu reden. Ich kann es nicht mehr aushalten. Trotzdem ist das ein Bestandteil in diesem Buch, weil es wichtig ist in diesem Schauspielerleben, was das heißt, da als lesbische Frau zu bestehen und da meinen Weg zu beschreiben, weil das ist Vorbild, das ist ein Vor, ich bin es ein Vorbild für andere. Menschen. Menschen. Ja. Aber interessant, weil wir haben uns deswegen gesagt, Johannes, das auch, wir haben uns vorher unterhalten, es ist ja wirklich manchmal so, dass wenn man Dinge aufschreibt, ja, und nochmal so Revue passieren lässt und dann man denkt über sich nach und dann schreibt man vielleicht manchmal Dinge auf und erkennt Dinge auch, während man sie schreibt, die man vielleicht, die einem vorher gar nicht so klar waren. Ging dir das auch so beim Erzählen deines Lebens? Das ist eher, ich meine, ich habe jetzt ja nicht so mein Leben abgekaspert, so geboren am in als nee, aber dein Werdegang schon, wie du als Mädchen warst, dass du gern Fußball gespielt hast. Ja, das war ja ganz entscheidend, weil ich meine, die Ursprünge, wo wir herkommen, das habt ihr alle erzählt, wo wir herkommen, wie wir geprägt sind, was wir mit auf den Weg kriegen, ob wir da Bauklötze in den Weg kriegen oder ob wir unterstützt werden, ob wir gezwungen werden, das zu tun und Glück haben oder Dinge zu tun, die wir gar nie wollten. Ich musste Klavierunterricht nehmen, ich habe es gehasst. Ich auch. Heute würde ich sagen, schade eigentlich, aber ich weiß auch nicht mehr, an wem das lag, ob an Tante Klärchen oder dass ich da hin musste. Ich wollte es partout nicht und fertig, ja. Ich habe, was war die Frage? Gar nicht. Ich habe gerade fasziniert zugehört. Weil das macht Bettina immer so geschickt. Ich entdecke so viele Parallelen. Es waren keine Erkenntnisse beim Schreiben, dass ich dachte, ich musste mich einmal entscheiden, was ich aufschreibe und was ich weglasse. Aber ich habe eine Frage, Ulrike. Wenn du jetzt sagst, du gehst in diese Tiefen deines Lebens hinein, und sagst, ich gehe noch mal, ich lasse es Revue passieren, was ich vorher gemacht habe. Und das betrifft uns, glaube ich, alle, wenn wir schon so ein paar Jahrzehnte hinter uns haben. Wenn du jetzt Dinge ansprichst, die dich bewegt haben und dir vielleicht auch negativ bewegt haben in deinem Leben, sprichst du die Namen dann an, die Leute, die beteiligt sind? Oder sagst du dann, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, der Herr so und so hat das und das gemeint mit dir? Das ist für mich nicht, also es gibt einfach mal eine Geschichte, die betrifft nur mich und mich. Also das sind, ich weiß nicht, das kennt vielleicht auch jede mehr oder weniger, die kleinen Kämpfe, die man mit sich selber austrägt. Und das wurde plötzlich auch zu einem roten Faden für mich, weil ich stand schon als Kind in der Ecke und habe keinen Ton mehr gesagt, weil ich das nicht machen wollte, nicht tun wollte, was man von mir verlangt hat. Und das war die einzige Art und Weise, mich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das habe ich ziemlich lange in meinem Leben fortgesetzt bis hin zur Schauspielschule, wo ich irgendwie so da saß und nichts gemacht habe und man mir ja fast gesagt hat, du, so wird das nichts mit der Schauspielerei. Also ich musste einfach auch über Dinge hinaus lernen mit meinen kleinen Kämpfen, wie komme ich da raus und wie gehe ich damit um. Die gibt es nach wie vor und die sind wahnsinnig störend und energieaufwendig, aber sie gehören zu mir und ich habe gelernt, mich so ein bisschen auszutricksen und manchmal kostet es mich wahnsinnige Überwindung, nachzugeben, nach wie vor. Mhm. Dann gibt es natürlich Personen in diesem Buch, die finde ich nicht wichtig beim Namen zu nennen, weil die sind wahrscheinlich, der eine wird schon tot sein, der andere, hey, das ist verjährt, das war auch nicht so schlimm. Trotzdem fand ich es wichtig, dass ich Erlebnisse, die ich als Mädchen hatte mit 15, wenn man in eine komische Situation kommt und ein Mann sagt, ich finde, du solltest jetzt mal das T-Shirt ausziehen und ich hole meinen Schnädel raus. Und ich meine, das hast du erlebt, ne? Das habe ich erlebt. Und mit 15 ist man natürlich irgendwie in Schockstarre, weil es war eigentlich ein Ferienjob, den ich angenommen habe. Und der Mann saß auch noch im Rollstuhl. Er hätte eigentlich auch noch Mitleid haben müssen. Und ich war völlig überfordert und dachte, ich bin einfach gegangen, zum Glück. Aber ich habe nie mit jemandem darüber geredet. Und das finde ich auch nicht schlimm, das ist einfach normal. Man ist so schambehaftet und man hat Angst und man denkt natürlich auch, man hat es selber ausgelöst und so. Ich wollte nur, ich habe es aufgeschrieben, weil ich glaube, es passiert so viel in dieser Richtung und es erleben so viele. Wahrscheinlich gar nicht nur junge Frauen und Frauen überhaupt und MeToo-Debatte, dieser ganze Wirgel-Scheiß, der mal endlich auf den Tisch kommt. Ob sich da was ändert, ist noch die Frage, ja, bitteschön. Weil es ist nämlich nach wie vor schwer, darüber zu sprechen. Es gibt jetzt Anlaufstellen, man kann es anonym sich darüber beschweren. Aber ob diejenigen wirklich jemals wirklich dann auch
zur Verantwortung gezogen werden? Das ist halt die Frage. Und mir war das wichtig, dass ich darüber erzähle. Aber da hat Johannes ja recht. Das ist ja was, was das ist das, was so faszinierend ist. Das wäre ja nichts, was Sie jetzt vielleicht abends auch, man spricht ja oft über andere Dinge, aber das wirklich als Thema in einer Gesprächssituation mit Freunden anzubringen, oft ist ja so, dass die anderen gar nicht so gut reagieren können. Und im Buch können sie das irgendwie erzählen und wissen, das wird aufgenommen, ohne dass man ja sich... Es ist ja jetzt auch gerade eine Zeit, wo das irgendwie mehr thematisiert werden soll, auch noch auf dem Tisch. Es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt viel mehr Frauen, die sich dazu äußern. Es ist eine weltweite Aktion. Also es ist einfach jetzt ein Moment, wo das nicht aus den Augen verloren werden darf. Es ist einfach es betrifft ja nicht nur unsere Branche, es ist in allen möglichen Arbeitsbereichen, gibt es Machtmissbrauch, der bis hin zu sexuellen Übergriffen alles möglich macht. Und ich will jetzt niemanden konkret in dem Buch einfach so vors Gericht zerren. Darum geht es mir nicht. Es geht mir eigentlich nur darum, macht die Augen auf, redet darüber. Ich muss das auch lernen. Mir passiert jetzt gar nichts mehr. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich nicht am Set bin, dann passieren Sachen. Mhm. Also ich. Weil viele auch einen wahnsinnigen Respekt natürlich vor dir haben und, ja, und hoffentlich. Nicht mal trauen würden. Ne? Also wirklich stehen viele spannende Geschichten. Allein auch diese Flaschendreh. Man kann ja gar nicht alles bestrengen. Diese Flaschendrehgeschichte finde ich schon zum Schreien. Beim Flaschendrehen dann Küssen geübt. Ja. Erstmal. Das war ja damals in unserer Generation. War sehr schön, war wunderbar. Und ich habe es halt nur mit Mädchen gemacht, ohne zu wissen, dass das meine Zukunft sein würde. Eigentlich hätte ich es da schnacken müssen, aber habe ich nicht. Genau, das wusstest du dann noch gar nicht. Und ich finde auch dieser Titel, ich muss raus. Es ist so schön, weil er so viel über dich aussagt. Und übrigens, was ich wirklich über, man muss sagen, wirklich Jahrzehnte jetzt mittlerweile beobachtet habe, als Ulrike so die ersten Male in Talkshows war, da hat sie wirklich diese Haltung gehabt, so Arme verschränkt, nichts gesagt, immer nur zwei Wörter und so richtig so eine Verweigerungshaltung. Und das hat sich dermaßen geändert. Ja, ich habe einen gewissen Unterhaltung, vielleicht habe ich das von dir gelernt. Oder du hast mir jedenfalls immer leicht gemacht, ins Plaudern zu kommen und einfach miteinander zu lachen. Das habe ich wirklich gelernt. Und ich bin auch meinem Beruf da sehr dankbar, weil ich da viel lernen durfte, um aus diesem Schneckenhaus da auch herauszukommen. Du hast so eine schöne Zukunftsvision mit deiner Lebensgefährtin, deiner Ehefrau kann man ja sagen, Katharina Schnitzler. Wir sind verpartnert. Verpartnert nennt man das, ja. Also ihr seid ja schon lange zusammen und passt auch wunderbar zusammen. Aber du hast so eine Vision, wie ihr dann irgendwann sein werdet, wenn ihr älter seid, wie ihr aussehen werdet. Was ist das für ein Lebensentwurf? Ja, also ich habe halt wirklich auch ein Glück, vielleicht wie ihr beiden, also so eine wunderbare Partnerin zu haben, mit der ich wirklich mein Leben teile. Und die hat es ja auch nicht leicht mit mir, weil da muss man schon großzügig sein, mich laufen lassen und so weiter. Oder eben so Tage aushalten, wo ich nicht so richtig aus dem Wirrsinn komme, nicht sage, was eigentlich los ist. Aber wir sind fest entschlossen, die nächsten 30 Jahre gemeinsam zu gestalten. Und Katharina hat schon ein super Händchen. Sie arbeitet an ihrer Extrovertiertheit. Ja? Ich meine, sie ist Malerin, da muss man ja schon extrovertiert sein, aber sie würde das gerne noch. Also ich kenne kaum jemanden, die sich so ungewöhnlich anzieht, die ihre Kleidungsstücke teilweise als Kunstwerke verändert, die einfach immer ein Hingucker ist. Ich komme da mit Jeans und nicht Lederjacke, aber ich habe ja auch andere Teile. Aber ich habe da gar nicht so einen Spaß an. Und deswegen glaube ich, die wird echt eine exzentrische Alte. Und ich muss gucken, dass ich da hinterherkomme. Auf jeden Fall stellen wir es wahnsinnig komisch vor mit ihr. Und wir werden immer auffallen. Und wir werden, glaube ich, hoffentlich immer interessant sein für junge Leute, um mit dem ins Gespräch zu kommen oder Fragen über das Leben zu beantworten. Also ich freue mich sehr auf diese nächsten Jahrzehnte. Und dann habe ich noch gehört, ein brauner Königspudel soll eventuell noch dazugehören. Ja, das ist ein. Ich meine, ich hatte schon so viele Hunde in meinem Leben und Berlin ist halt keine Stadt für Hunde, finde ich so. Also da, du wohnst auf dem Land, das hat. Also, ihr habt ein Haus mit Garten oder so. Also deswegen. Es gibt diesen Deal. Mit 70 kriege ich Schokobraunen Königspudel. Ich habe mich irgendwann mal in einen Königspudel verknallt, weil ich dachte, die sind so beschuggert, die sehen ungefähr so aus wie du. Und haben. Entschuldigung. Aber es war einfach, weil. Mit den Hingucker. Und also mit diesen komischen Frisuren, die haben und werden auch nur von älteren Damen in Baden-Baden, habe ich die gesehen, so an der Leine geführt. Und dann habe ich aber eine ältere Dame kennengelernt und die hatte einen wunderbaren, tollen, weißen Königspudel und der war so klug und der war so schlau und der war so wunderschön, wie der über die Wiese fast
galoppiert ist. Und das war der Moment, seitdem will ich diesen Hund. Und mit Katharina ist jetzt halt der Deal mit 70. Gut, also wir freuen uns drauf, wenn ihr dann, wenn sie etwas extrovertierter noch geworden ist, wenn ihr beide als exzentrische, coole Alte mit dem Königspudel hier Ich kann sein, dass Katharina dann noch einen anderen Hund dabei hat. Okay, aber ich hoffe, ich bin dann auch noch dabei. Aber ja, bitte. Naja, wir sind optimistisch, ne? Ja. Danke, Ulrike. Danke. Ja, wer kennt ihn nicht, den Hit Major Tom, völlig losgelöst, obwohl er schon fast 40 Jahre alt ist. Völlig losgelöst von der Erde waren nicht nur seine Fans, sondern auch er selbst, als er über Nacht zum Star wurde. Und Major Tom lebt, das finde ich so schön, noch immer. Wie und vor allem wo, das erzählt uns Peter Schilling. Herzlich willkommen. Ich habe meinen Kindergeburtstag beobachtet, da gab es die Reise nach Jerusalem. Darf man das heute noch so sagen? Oder heißt das anders? Ich weiß gar nicht, darf man das noch? Ja. Das heißt so, ja. Also ich kenne das so als Kind. Also wo Musik gespielt wird und dann wird immer ein Stuhl weggenommen und dann kommt Stopp und dann muss man sich hinsetzen. Und dann kam Major Tom und die Kinder liefen einfach weiter mit Flügeln und keiner hat sich hingesetzt und haben einfach weiter gesungen. Das macht für mich dieses Lied unter anderem so besonders. Ja. Das ist ein Lied, damit haben Sie ja es sogar, glaube ich, bei CNN in die wichtigsten Songs der Neuzeit geschafft. Also das ist so phänomenal. Wie sehr begleitet Sie Major Tom noch heute? Also die Sendung hieß Songs That Defined History von CNN. Und da wurden so 10 die wichtigsten Songs aufgeführt. Und plötzlich sah ich mich da zusammen mit Paul Simon und Kollegen. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Ehre. Und ich weiß, dass dieser Song auch was ganz Besonderes ist. Das hat sich zum Beispiel gezeigt im Oktober 2018. Da war ich eingeladen bei der beim Internationalen Astronautenkongress in Bremen. Und da saßen also lauter Wissenschaftler, 3.500 in der Stadthalle und Nobelpreisträger und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, muss ich sagen, sorry. Und vor mir saß auf der Bühne, saßen 50 Musiker von der Deutsche Philharmonie Bremen. Genau. Deutsche Kammerphilharmonie, recht. Dankeschön. Und das ist ein sogenanntes A-Orchester, also da sitzen mit die Besten, also so wie Sie, solche, das Kaliber. Und die spielten 8 Minuten lang eine klassische Version von Major Tom nach einem Arrangement von Oliver Grönewald. Jetzt saß ich da mittendrin, die Wissenschaftler links um mich herum, Astronauten, es waren auch Nobelpreisträger dabei, da vorne dieses A-Orchester und 8 Minuten lang wird dieser Song gespielt. Und ich, oh. Ja, wir müssen ihn, ich muss ihn jetzt auch noch mal hören. Wir müssen einfach noch mal reinhören, auch klassisch. Optisch eine Augenweide. Wir schauen es uns noch mal an. Ich meine, jeder geht mit, jeder kennt dieses Lied. Dabei finde ich, ist momentan in der aktuellen Zeit so spannend, der Song, wenn der gespielt wird, auf dem Oktoberfest, auf dem Schützenfest, auf einer, Frau Orlowski hat das immer auf den Fußballfahrten gehört, im Bus, dann gehen alle ab. Aber der Song endet doch eigentlich traurig, oder nicht? Also der Major Tom kommt nicht zurück. Es ist eigentlich ein Lied über den Tod. Und ich hätte nie geglaubt, dass da mal ein Partysong draus wird. Und auch der ganze Groove ist ja sehr, eigentlich nicht tanzbar. Ich habe nie gedacht, dass es im Radio läuft oder dass Menschen auf diesen Song tanzen können. Sie konnten es und es lief im Radio und läuft im Radio weltweit nach wie vor. Ne? Also deswegen muss ich sagen, auch persönlich berührt mich der Song sehr, weil unsere verstorbene Tochter haben wir dann auch immer die kleine Astronautin genannt. Ja. Und dieses Lied berührt mich am Ende, wo er dann sagt, sag meiner Frau, dass ich sie liebe und ihr seht das Licht nicht, das ich sehe und mir wird kalt. Genau. Wie sind Sie darauf gekommen? Also gab es einen Anlass, dass Sie diese Worte so gut gewählt haben? Es sind ja wenig Worte in dem Lied eigentlich. Der Text ist schon so. Ja, aber ich finde es immer so prägnant. Also ja, das stimmt. Es war die Zeit, wo ich das Album Fehler im System gemacht habe. Und wir hatten also tatsächlich, oder ich als Autor, einen kompletten Lauf. Ne? Und dieser Song sollte eigentlich gar nicht mehr geschrieben werden. Es hat ein Song gefehlt, 2 Songs haben gefehlt auf dem Album. Und ich habe mich dann hingesetzt, noch 2 Songs geschrieben. Das eine war Die Wüste lebt und das andere war Major Tom. Und das Playback war so ergreifend, dass eigentlich der Text sich in meinem Kopf, in meiner Fantasie von selbst geschrieben hat. Ich habe den Text im Auto geschrieben, ne? Auf dem Weg von der Autofahrt von Stuttgart nach Hamburg. Und bei Kassel war der Text fertig. Also ich konnte noch nicht so schnell fahren, das war ein Kadett.
damals, ne, so 120. So beim Buckelhoch war ich froh, wenn ich bei 90 war. Kasseler Berge, oh Gott, ja. Das. Ja, genau. Also ich war 90, ging es da ungefähr. Und ich konnte nebenbei, es ist verjährt heute, darf ich das sagen, nebenbei noch ein bisschen schreiben. Wie gesagt, bei Kassel war der Text dann fertig. Und Sie haben ja für diese Musik, haben Sie ja wirklich alles gegeben. Sie haben ein Jobangebot ausgeschlagen, was gut und wertvoll gewesen wäre. Sie haben wirklich auf dem letzten Pfennig gelebt, um eben diesen einen Nummer-Eins-Hit zu schreiben. Und das haben Sie sogar mit Ansage. Also ich finde ja immer, wenn man sowas schafft, was Sie geschafft haben, ist schon beachtlich. Aber mit forscher Ansage zu sagen, nee Leute, ich nehme den Job nicht an, ich schreibe Nummer-Eins-Hit. Also wie müssen denn die anderen Sie angeschaut haben? Ja, die haben mich mit großen Augen angeschaut. Und also ich habe in Stuttgart, ich komme aus Stuttgart, wie man es wahrscheinlich auch hört, und habe sehr früh, war mir klar, ich mache Musik. Sehr, sehr früh. Und ich habe jeden in der Stadt, der es hören wollte oder nicht, wissen lassen, ich schreibe eine Eins. Das steht fest. Und da machen sie sich natürlich, wenn das noch nicht so ist, so ganz schön ist kritisch. Ne? Also da, ich will nicht sagen, dass man sich lächerlich macht, aber schon ein bisschen. Ne? Ja, man baut der Lächerlichkeit vor. Also die Leute warten darauf, dass sie dann ein halbes Jahr später sagen können, ja, wo ist denn deine Nummer 1? Ja, genau, haben sie auch gesagt. Das hat ja lange gedauert. Aber ich habe da wirklich immer ernsthaft, ich habe da wirklich dran geglaubt. Ich werde es packen. Und habe dafür wirklich gelitten, gespart. Was heißt gespart? Ich hatte ja kein Geld, zum großartig zum Sparen. Ich habe verzichtet. Ich habe sehr stark von Verzicht gelebt. Ich habe auch am Anfang meiner Karriere, also die ersten 10 Jahre, habe ich im Grunde genommen nur von Ablehnung gelebt. Ich habe mir nur anhören müssen, das kannst du nicht, das klingt nicht gut, hör mal damit auf. Einer hat mal gesagt, was soll ich jetzt damit? Also es waren richtig harte Momente dabei, aber immer wenn ich gehört habe, das ist nicht gut, du kannst das nicht, dann habe ich mir gedacht, Freundchen. Also Freundchen, der Tag wird kommen, da wirst du es erleben. Und ich war mir absolut sicher. Und dann habe ich, das muss ich nur kurz sagen, das strategisch begonnen zu denken. Die Leute, die mich da ablehnen, die verdienen doch Geld mit der Musik, in der Musik. Jetzt gehst du einfach mal dahin. Habe mich bei einer Plattenfirma beworben, bei Warner, bei WEA hieß es damals, heute heißt es Warner. Die haben mich genommen und plötzlich war ich auf der anderen Seite des Tresens. Und so nach anderthalb Jahren, ja, fanden sie meine Demos gar nicht mehr so schlecht. Ne? Und weil sie eine Identifikation hatten mit mir. Und dann habe ich einen Plattenvertrag bekommen. Zur gleichen Zeit hat die Firma gesagt, wir holen dich nach Hamburg in den Innendienst. Ich habe wohl einen sehr guten Job gemacht und wir haben Größeres mit dir vor. Und dann habe ich nicht gesagt, hurra, Gehaltserhöhung, Karriere, sondern habe gesagt, so, ich kündige. Also das System intelligent infiltriert. Dann kam auch wirklich der internationale Erfolg. Das haben ja viele deutsche Musiker nicht geschafft, die wir hier alle kennen. Sie haben sich mit Freddie Mercury getroffen, sie haben in Amerika gelebt, erfolgreiche Alben gemacht. Und dann kam ja auch irgendwann dieser erste ominöse große Check. 800.000 Mark. Das ist ein Ding. Und jemand, der so sich das alles absparen musste, was macht er mit diesem Scheck? Ich habe nie begonnen, wegen Geld irgendwas zu machen. Und ich werde nie aufhören wegen Geld. Geld ist wichtig, Geld muss man verdienen, aber es ist nicht meine Grundmotivation. Meine Grundmotivation ist Musik, beziehungsweise die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Ja, ich arbeite im Grunde nie. Der Oma geben fand ich auch schon sportlich. Ja, hier, du passt drauf auf. Also sie hat drauf aufgepasst oder ist sie auf Kreuzfahrt gefahren? Nein, das ist jetzt auch nicht wichtig. Auch sparsam. Ja, ich bin Schwabe, ich bin von Haus aus sparsam. Aber wobei mit Geld umgehen muss man erst noch lernen. Also wenn Sie vorher in einem Zimmerapartment wohnen und nichts haben, außer das, was Sie anhaben und das da an Möbeln rumsteht und plötzlich verfügen Sie über eine größere Summe an Geld, das ist schön, das klingt gut, ja. Aber schauen sich die Lottogewinner an, was sie daraus machen. Und ich musste das lernen. Aber der Umstieg von einem Songwriter, den keiner kennt, zu einem sehr erfolgreichen Künstler, der war heftig. Und darüber habe ich auch geschrieben. Das hat direkt ins Burnout geführt. Und die Figur hat es aber ja auch ins Weltall geschafft. Also sie, wie Sie schon gesagt haben, es waren auch, gab viele schwere Zeiten. Nochmal eine ganz tolle Zeit zu nennen ist, diese Figur hat es tatsächlich auch mit unserem deutschen Astronauten ja ins echte Weltall geschafft. Das ist richtig, aber da muss man davor sagen, ich habe Major Tom ist ja nicht nur ein Song. Major Tom ist ein Brand. Major Tom ist eine Marke. Ne? Da hat man Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann das damit machen. Und ich habe mich immer gewundert, warum bekomme ich Anfragen, zum Beispiel in den 80er Jahren von Universitäten aus Amerika, die sagen, dürfen wir dein Album Error in the System, Fehler im System, bei uns verwenden, für Vorträge, um das, weil es war Naturwissenschaft und kaum ein Künstler hat über Naturwissenschaften gesungen.
Dann hat sich das weitergebildet. Irgendwann rief ein großer Schulbuchverlag an hier in Deutschland und wollte das für die Schulen haben. Ich wusste nicht, dass der Lehrgedanke, der Bildungsanspruch an diesem Musik, die ich mache, an den Texten so groß ist. Und so haben wir es reingeschafft in die Bildung. Und dann war der Weg im Grunde für das Projekt, was Sie jetzt angesprochen haben, eigentlich bereits geebnet. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es eigentlich einen Astronauten für Kinder? Einen Protagonisten, der wirklich dafür steht. Und ich habe dann recherchiert und habe tatsächlich nichts gefunden. Ich habe was gefunden, das war auch gut, aber nicht so durchschlagend gut. Und dann war der kleine Major Tom sozusagen die Idee entstanden. Ich habe dann den kleinen Major Tom, ich komme gleich wieder auf die Cupola, dann war der kleine Major Tom da und ich habe ihm die Stella zur Seite gestellt, weil ich wollte, dass die beiden gleichberechtigt im Weltall ihre Abenteuer erleben. Dann habe ich noch eine Katze dazu gebaut. Das ist das Blutinchen und das muss natürlich künstliche Intelligenz sein. Da muss man sagen, das sind auch 13 Bände. Sie haben ja wirklich, also das sind ganz tolle Kinderbücher. Ich habe mir eins in Ruhe angeschaut. Aber für welches Alter ungefähr gelten die Bücher? Also ab wann? 7 bis 10. So, Grundschule. So, das ist so der Rahmen, in dem das stattfindet. Ja. Wichtig bei den Büchern ist, dass sie die Kinder an die Naturwissenschaften heranführen. An die Astronautik, an die Astrophysik, dass das nicht trocken ist, dass das keine anstrengende Materie ist. Das ist mega unterhaltend, wenn Sie mal ins Universum anschauen, wenn Sie das mal sehen, was da alles möglich ist. Ne? Das ist also faszinierend. Ich fange gar nicht erst an. Aber was haben Sie mit dem Alexander Gerst gemacht? Genau, das ist ja auch so spannend. Also der hat dann wirklich diese Figur mitgenommen. Oder? Das hat mit Alexander Gerst persönlich jetzt nichts zu tun, sondern begleiten tut das Projekt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und in dem es der Autor, der Verlag und alle, die wissen schon, was sie tun. Aber es ist immer gut, wenn da nochmal Fachleute drüber schauen, dass es wirklich 100% stimmt. Wenn zum Beispiel aus der ISS ausgestiegen wird, aus der Raumstation, dann verfolgt das einen ganz klaren Ablauf und der muss 100% stimmen. Und die Eltern und die Kiddies, die vertrauen uns und das können sie auch. Toll, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Sie haben auch ein neues Album. Ich habe schon reingehört. Kann man gut so mithören, finde ich. Also es ist etwas, man merkt, dass Sie das für sich geschrieben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Sie unterwerfen sich da irgendwas. Da wird auch ein bisschen ausprobiert. Vis-à-vis heißt es, glaube ich. Ne? Nein, vis-à-vis. Vis-à-vis. Aber von auch noch heißt in der direkten Übersetzung lebendige Kraft. Und Achtung, Halbwissen. Es beschreibt die Keplerschen Umlaufbahnen der Planeten um ihre Sonne. Und das sind ganz extreme, schwierige mathematische Formeln. Und die kann ich jetzt alle auswendig. So, und jetzt zum guten Schluss noch. Es gibt ein Zertifikat, dass Major Tom aber sozusagen wirklich im Weltall war. Was stand da drauf oder was steht da drauf? Das ist ein Zertifikat vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass diese Figur, der kleine Major Tom, tatsächlich auf der ISS war, tatsächlich im Weltall, tatsächlich x-mal die Erde umrundet hat und heile wieder runtergekommen ist. Ganz toll. Das ist das Schöne, er ist zurückgekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Dankeschön. So, wo wir gerade schon bei Wissenschaft sind, ne? Wir haben ja noch einen Wissenschaftsvermittler in unserer Sendung. Der macht das auf seine ganz besondere Art und zwar schon sehr lange. So mit Witz vermittelt er diese komplizierten Zusammenhänge. Und wenn er in der Nähe ist, dann zischt es, dann knallt es, dann explodiert es meistens. Das wird heute wahrscheinlich nicht so sein aus Sicherheitsgründen. Auf jeden Fall ist Konrad Stöckel hier. Herzlich willkommen, Konrad, nochmal. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Nee, genau. Irgendwas Kleines hat er doch immer dabei. Auf jeden Fall. Wir haben ja ganz viel schon über Musik heute gesprochen in dieser Runde. Lauter sehr musikalische Menschen. Du hast ja Operngesang studiert mal, ne? Ja, ich habe mal 2 Jahre Operngesang bei Jean Jalbert hier in Hamburg studiert. Aber das möchtest du nicht hören. Ja. Aber warum hast du es gemacht? Du musst doch dann eigentlich mal diesen Wunsch gehabt haben, Opernsänger zu werden. Ja, ich wollte mal meine Stimme in gewisser Weise schulen und hatte den Wunsch, aber fand das eigentlich viel zu privat und viel zu intim. Auf der Bühne zu singen, besonders Operngesang, man kann ja seine Gesichtszüge gar nicht mehr kontrollieren. Und das ist für einen, der angefangen hat, auf der Bühne zu stehen mit Zauberei, also der ganz, für den ganz wichtig ist, Blicke zu kontrollieren, also Misdirection, die Ablenkungskunst und die Blicke zu lenken, ist es ganz schwierig, dann plötzlich eine Oper auf der Bühne zu singen, weil dann, also ich habe immer leicht das Gefühl, durch meine Körperfülle, das gibt so einen Gesichtsausdruck bei dicken Leuten, das sieht dann immer so aus, als wäre man total doof. Ich singe einfach nicht auf der Bühne. Ach,
das ist aber ja interessant, dass du darüber so nachdenkst. Weil man könnte, denken Sie darüber nachher mal, wenn Sie Oboe spielen, was Sie in dem Moment für ein Gesicht machen? Weil Sie werden ja auch immer ganz rot dabei. Also ich weiß ja schon, dass ich nicht hübsch aussehe dabei. Aber tatsächlich ist es so, das Gute dabei ist, je älter ich werde, desto besser wird's. Also dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Erst oder weniger rot. Nein, man wird weniger rot. Also, ach so. Früher habe ich so ein apokalyptisches Lila gehabt und jetzt werde ich einfach nur noch dunkelrot. Also insofern, das geht schon. Es gibt ja sogar wissenschaftliche Studien darüber, wie gefährlich Oboe spielen für die Gesundheit ist. Da ja, wurden 900 wissenschaftliche Studien ausgewertet, 37 wurden in die engere Wahl genommen. Oboe hilft angeblich gegen Schlafapnoe, also wenn der Mann nachts diese Aussetzer hat, zusammen mit dem Schnarchen. Es sind aber tatsächlich nicht genug Daten zusammengekommen, um zu sagen, dass man es jetzt irgendwie auf Kassenrezept verschreiben kann. Nein, aber das Schöne ist ja bei uns tatsächlich, wir werden ja alle verrückter mit der Zeit, haben wir ja schon. Vor allem Oboisten werden immer verrückter, aber man selber merkt es ja nicht. Man wächst ja in diese Rolle hinein. Insofern, die anderen um uns herum, die merken das, aber je älter man wird, ich habe nicht das Gefühl, dass jemand zu mir kommt noch nach dem Konzert und sagt, das sieht aber schon nicht so schön aus bei Ihnen. Das passiert einfach nicht mehr. Ja, das traut sich keiner mehr. Das traut sich einfach keiner mehr. Insofern ist es schon schön. Manches ist schön, wenn man älter wird. Jetzt sind wir natürlich, aber interessant, ja, finde ich jetzt, weil Konrad, dann bist du ja offensichtlich ein Mensch, der schon, obwohl du stehst ja sehr viel auf der Bühne, der schon auch immer drüber nachdenkt, wie kommt das jetzt rüber, wie wirke ich dabei? Ja, selbstverständlich. Man hat ja für sein abendfüllendes Programm auch Regiearbeiten und eine gewisse Dramaturgie und so weiter. Das ist selbstverständlich, dass man sein Gesicht kontrolliert. Das tun wir ja hier alle. Also so, mir gelingt es manchmal nicht so gut, aber ich versuche es. Also im Gegenteil, Bettina, im Gegenteil. Ja, finde ich auch. Also das ist jetzt deutschlandweit geliebt. Natürlich siehst du immer ganz bezaubert. Nein, manchmal entgleisen mir die Gesichtszüge und man sieht mir total an, was ich denke, was man vielleicht in dem Moment gar nicht wissen möchte, was ich da denke. Na egal, darum soll es nicht gehen. Ahnenforschung hast du aber betrieben und hast gesehen, dass du interessante Vorfahren hast, also auch musikalisch vorbelastet. Ne? Ja, ich hatte ja jetzt während Corona viel Zeit, auch mal alles, was so liegen geblieben ist, durchzugehen. Und meine Vorfahren haben sehr viele Bücher geschrieben. Ich möchte mich übrigens bei Ihnen bedanken, dass Sie das erwähnt haben, die Künstlerszene und die Not, die es momentan unter vielen Kollegen gibt. Und ich habe eben Verschiedenes in meiner Zeit jetzt gemacht. Auf der einen Seite habe ich ja zum Glück noch Fernsehen und bin jeden Freitag bei Luke, die Schule und ich um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Und konnte jetzt mal wieder einen Monat sozusagen arbeiten und was aufzeichnen. Und davor habe ich eben vieles aufgearbeitet, was liegen geblieben ist. Und viele Vorfahren haben Bücher geschrieben. Und das war für mich natürlich ganz interessant, da mal durchzugucken. Wer waren dabei? Kennt man denn da jemanden von den Vorfahren? Ja, Brahms zum Beispiel. Ach, Brahms zum Beispiel. Och. Kein geringerer. Ich meine, das ist doch. Aber das kam auch, meine Tante, die wollte Bücher loswerden. In unserer Familie ist das so, man schmeißt keine Bücher weg. Das habe ich von früh an auferlegt bekommen, selbst wenn es der kitschigste Roman ist. Und drei Bücher waren dabei, wo kein Datum drin stand. Und ich sah das durch. Und es war eine Abhandlung von Literaten des 16. Jahrhunderts aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Und es war geschrieben von Johannes Möllery, also lateinisch. Und ich stellte plötzlich fest, dass das eben ein Vorfahre von uns ist, der das alte Gymnasium, damals hieß es anders, in Flensburg geleitet hat. Und mein Großvater und mein Urgroßvater haben das alte Gymnasium in Flensburg geleitet. Das scheint also Familientradition zu sein. Und somit waren natürlich diese Bücher waren im Prinzip der Ausgangspunkt, mal zu gucken, ach was, das hat hier einer vor 350 Jahren geschrieben und der gehört irgendwie zur Familie, war eben mal so ein bisschen. Kann ich mir aber schon auch ein bisschen vorstellen, ne? So vor 300 Jahren Gymnasium, so ein Lehrer oder Direktor, das passt schon ganz gut. Hätte es wohl nicht gegeben. Dieser Sessel hat irgendwas mit Gymnasien gemeinsam. Ich meine, eben haben wir auch die ganze Zeit als Milka. Ja, da muss ich mich übrigens noch mal entschuldigen. Ich habe Milka nicht anständig verabschiedet. Ich war einfach noch so im Fluss. Aufgrund von Corona dürfen wir gar nicht so viele hier sitzen. Also an dieser Stelle auch noch mal, der Platz wurde eingenommen. Ich wollte sie nicht vertreiben. Da ging es aber nicht meine hast Schuld. Du auch nicht. Um Gymnasien. Aber genau, es ist ein gymnasialer Platz sozusagen. Und vom Homeschooling und sozusagen Homeoffice kommen wir aber ja auch dann zum Home Entertainment, wenn Fernsehen nicht geht. Also das heißt, Sie haben ja auch schon da so ein bisschen was vorbereitet, nicht? Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Du darfst mich auch gerne duzen. Ja, dann mach doch mal. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ist ja so ein bisschen so jedenfalls, wie auf der Bühne zu stehen. Auf der anderen Seite wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe gerade so ein Corona-konformes Konzept entwickelt. Wir haben ja nun gerade besonders für Schulen und Schüler und Familien, die nun sehr viel Homeschooling machen müssen und ein bisschen leiden. Ich habe gerade so einen Wissenschaftspark
kombiniert mit einem Escape Room, dass man also ein Corona-konformes Konzept hat und somit so einen ganzen Nachmittag sozusagen mit der Familie sich unterhalten lassen kann, was eben nur mit einer oder zwei Familien funktionieren wird, geschrieben. Und bin da gerade, Bettina, auf der Suche. So, nach Familien, die da mitmachen? Nicht die da mitmachen, sondern wir brauchen natürlich jetzt Städte, die das umsetzen wollen. So, oder Gemeinden. Ja, das ist natürlich ein ganz schöner Aufwand, sowas zu betreiben, aber man kann eben so 30.000, 40.000 Leute im Monat durch diesen Park durchschleusen und somit wäre eine gewisse Art von Unterhaltung und natürlich auch eine lehrreiche Unterhaltung möglich. Ich habe was mitgebracht. So, zum Beispiel ein kleiner Sicherheitshinweis am Anfang, so, wo ich jetzt Publikum habe, ist auch eine gewisse optische Illusion, hat mit der Drehachse zu tun. Ja? Also für die Leute, die auf der linken Seite, ihr, die auf der linken Seite sitzt, falls es zu einer Katastrophe kommen sollte, richtet ihr euch bitte nach diesem Pfeil. Ganz egal, ob ihr von vorne oder von hinten guckt, der Pfeil zeigt immer in dieselbe Richtung. Klar. Ja? Für die Leute, die auf der rechten Seite sitzen, für euch gilt nicht das Gleiche. Ihr richtet euch bitte nach diesem Pfeil. Ganz egal, vorne oder von hinten guckt, der Pfeil zeigt immer in dieselbe Richtung. Für dich, Bettina, die du in der Mitte sitzt, du bleibst im Himmelswillen sitzen, stehst auf gar keinen Fall auf. Sonst entsteht Panik und die Zuschauer von der linken Seite laufen auf die rechte Seite, nicht von der rechten Seite laufen auf die linke Seite. Also nicht aufstehen, sondern sitzen bleiben. Im Falle eines Falles nicht vergessen, die Feuerwehr zu alarmieren. Dankeschön. Ja, das ist doch Also dieses Escape Room, hast du das mal gemacht? Nee, ne? Nee, Escape Room, ich trau mich da nicht, ehrlich gesagt. Ich hab da also wir Angst probieren vor. Den mal aus. Wenn der so ist, der Escape Room, dann kann ich da nur mit dir rein. Ja gut. Das kriegen wir hin. Was war das, was ich mitgebracht habe, auch aus den Naturwissenschaften selbstverständlich, ist ein Tensegrity Tower. Das sieht jetzt irgendwie aus wie ein Haufen gebastelter Schrott, zugegeben. Ich habe selbst gebastelt, ist es aber nicht. Ihr seht zum Beispiel, hier seht ihr so einige Bänder da dran. Ja, und ihr seht, das sieht alles ein bisschen seltsam aus, dieses Konstrukt. Aufgepasst. Ja. Zack. Schon ist das Teil stabil. Also das obere Teil schwebt sozusagen förmlich über den unteren Teil. Man kann da jetzt sogar, ich stelle das mal ab, ja, hab hier einen kleinen Drink, man kann da sogar was draufstellen und trotzdem bricht dieser Turm nicht zusammen. Das Geheimnis bei diesem Turm ist, das ganze Gewicht liegt hier auf diesem mittleren Seil. Die anderen Seile, Tensegrity, ja, die anderen Seile sind nur dafür da, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Und mittlerweile werden da sogar Stühle und Tische draus gebastelt. Und trotzdem, sobald man über diese kleine Schwelle hinaus ist, bricht das Ding wieder komplett zusammen. Und es sieht wieder aus wie ein skurriles Konstrukt. Wie geht das? Ja, so wie ich es erklärt habe, geht das. Also, Bettina, hast du nicht aufgepasst? 6 zu 6. Stimmung. Ja. Ich habe noch was mitgebracht. Einen kleinen Bogen. Ja, Nummer 1, damit man die gut unterscheiden kann. Und ich habe einen zweiten Bogen mit der Nummer 2 mitgebracht. Man sieht, der zweite Bogen ist selbstverständlich kürzer als der erste Bogen. Ja, ich halte das mal so in die Kamera, dass man das gut sehen kann. So, jetzt nehme ich mal den Bogen, Nummer 2, fange an, den etwas auseinanderzuziehen. So, und schon kann man sehen, dass der Bogen Nummer 2 plötzlich länger ist als Bogen Nummer 1. Hierbei handelt es sich natürlich um eine optische Illusion. Wir können hier, wir nehmen den Innenradius wahr, das sieht so ungefähr so aus. Wir nehmen aber weniger mit unserem Gehirn den Außenradius wahr. Und wenn wir die ganzen übereinander legen, sehen wir natürlich, die beiden Kreise sind natürlich, Kreise sage ich schon, die beiden Bögen sind gleich groß. Obwohl es selbstverständlich optisch, wie ihr alle sehen könnt, anders wirkt. So. Ja. Unglaublich. Ja, so. Das ist super. Eine Kleinigkeit, ich nehme mal schon. Eine Kleinigkeit habe ich noch mitgebracht, nämlich eine Luberlinse. Ja, die sieht so aus, so ein kleines Plastikkärtchen, vielleicht kennen das einige früher vom Posieralbum, vorne waren so Wackelbilder drauf, ja, das ist eine Luberlinse und wenn ich die hier vor dem Stift halte, ist glaube ich für die Kamera jetzt ganz gut zu sehen, dann sieht man selbstverständlich den Stift durch diese Linse, ja, der ist vollkommen gut zu sehen. Ja. So, jetzt nehme ich mal diese Linse und halte sie in der richtigen Richtung, also halte sie quer und jetzt guckt ihr nochmal genau auf den Stift und ihr werdet sehen, der Stift verschwindet. Ja. Diese Luberlinse hat nämlich diesen Effekt, das Licht von hinten nach vorne zu projizieren oder zu werfen. Und somit ist der Stift, ich drehe es nochmal so um, jetzt ist der Stift da. Jetzt drehe ich diese Linse und der Stift verschwindet. Ist ja verrückt. So, das ist die Aufgabe einer Luberlinse. So. Ja. Und das war's auch schon. Ich finde das super. Vor allem für zu Hause.
Konrad Stöckel, super, perfekter geht's nicht. Ne? Die Sendung ist nämlich zu Ende. Und das können Sie mit Ihren Kindern zu Hause alles nachmachen, wenn die mehr keine Lust mehr haben auf Homeschooling. Also Johannes, ich muss mich bedanken bei dieser wunderbaren Runde. Toll, Zeit ist vergangen wie im Fluge. Aber bei dir möchte ich mich auch ganz besonders bedanken. Es war sehr schön. Und ich, also von wenn es nach mir geht, kannst du gerne auch mal wiederkommen. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. Es war ein Vergnügen. Hier folgt jetzt noch ein Nachruf auf Prinz Philipp. Und dann kommt Inas Nacht mit den Gästen Guido Maria Kretschmer und Till Brönner. Also dranbleiben. Also dranbleiben. Es wird erst royal und dann nochmal richtig gut. Ja, also dann danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Die ganze Nacht können Sie praktisch NDR Fernsehen gucken. Denn wie war es noch? If you can make it in the NDR, NDR, you can make it anywhere. Every anywhere. Any Schönen Abend noch. Nein. Ach so. Wir machen auf Facebook. Ja, wir machen einen kleinen Hinweis auf die Mediathek und dann sagen wir ganz kurz, gehen wir einmal so abwechselnd rum mit den Gästen, was wir praktisch gelernt haben oder was das herausragende. Und das machen wir abwechselnd? Genau, ich würde dann anfangen mit Albrecht Mayer, dann machst du weiter mit Jan-Gregor Kremp und einfach so einmal die Runde durch. Ja. Immer abwechselnd. Ja, was? Ich würde anfangen dann mit Albrecht Mayer, würde einfach, also wirklich nur kurz immer sagen, das war eine tolle Sendung und am Ende können Sie sehen in der Mediathek. Du hörst auf. Weiß ich nicht, wie das jetzt Grand Finale. Ich weiß ja, egal, ich fange jetzt einfach mal an. So. Oh Gott, oh mein Gott, bin ich jetzt im Fernsehen oder was? So. Wo hast du den denn hergezogen? Schade, da habe ich die ganze Zeit schon hier, ich pudere mich immer zwischendurch ab. So viel zum Thema Äußeres. Bitte. Also ich bin schwer beeindruckt, wir hatten wirklich eine ganz tolle Runde hier. Ich hatte einen wirklich neuen Co-Moderator in Vertretung von Jörg Pilawa. Ich stehe noch schwer unter dem Eindruck dieser hervorragenden Leistung, aber nicht nur von Johannes Wimmer, sondern auch von Albrecht Mayer. Der beste Oboist der Welt war bei uns und hat uns fasziniert mit einer wirklich nur einem kleinen Ausschnitt seiner Kunst, aber das allein hat schon gereicht. Wir haben ja alle den Atem angehalten. Ja, und wir haben Johanna Gastorf und Jan-Gregor Kremp hier, die uns gezeigt haben, wie man einen Fußballverein aus den heimischen vier Wänden wirklich exzellent besingt. Ja, also das war. Und natürlich, also Schauspielkunst noch dazu, aber das war wirklich, also muss man sagen, das ist High-End. Ja. Toll, eine Hymne auf Bayer Leverkusen. Konrad Stöckel hat uns wie immer, das können Sie jetzt nicht sehen, der ganze Teppich ist voller Konfetti. Und er hat uns wieder wie immer verblüfft mit so ein paar kleinen Kunststückchen. Das ist nicht von mir. Nein, das ist nicht von ihm. Also das sollte man mal versuchen zu Hause nachzumachen. Da werden Sie wahrscheinlich mehr als ein Leben für brauchen, aber Sie können es ja mal versuchen. Und wir haben einen Hund hier bei uns gehabt, der kann alles außer lesen und schreiben. Führerschein ist jetzt das Nächste, was er macht, zusammen mit seiner wundervollen Besitzerin Inga Orlowski. Wo ich wirklich sagen muss, also die Lebensgeschichte, da kann jeder von lernen. Ganz toll, ganz positiv, wunderbar viel gelernt. Auch was ein Bringselverweiser ist. Ja, toll. Sehr gut. Ja, das habe ich noch nie. Bringselverweiser. Das üben wir noch. Klatscht die Silben mit. Bringselverweiser. Und Peter Schilling war hier, ist eine Ikone. Wirklich eine Ikone der neuen deutschen Welle. Mit seinem Lied Major Tom hat er wirklich jeder kann dieses Lied mitsingen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber wir haben auch gehört, dass so ein Ruhm auch seine Schattenseiten hat. Ja, und Ulrike Volkerts, also quasi Mrs. Tatort. In all ihren Facetten ganz toll ein Buch vorgestellt. Die zweite Autobiografie, ich finde das wahnsinnig faszinierend, auch ganz viel übers Leben gelernt. Und vor allem besonders spannend, wie man sich vom bockigen Menschen in eine so wunderbare Person wandeln kann und hier nicht mit verschränkten Armen sitzt. Dankeschön. Ja, das hätte man schöner und charmanter nicht formulieren können. Also Sie sehen schon, wir haben überhaupt gar keinen Grund, jetzt nicht sofort in der ARD-Mediathek sich diese NDR-Talkshow anzugucken. Los jetzt.